Chio ist eine Reise wert, meine Damen und Herren. Sie haben es gesehen, auch die Stadt Aachen ist eine Reise wert. Die Karlstadt, einiges zu bieten hat sie dann darüber hinaus. Natürlich auch die Nähe hier zu Holland, zu Belgien. Also ich glaube, auch das kann man sehr, sehr gut genießen. Kommt man mal ein paar Tage hier. Ich habe einige Freunde, einige Reisbau-Freunde getroffen. Und auch die waren ja von Donnerstag an schon hier in Aachen mit dabei. Tja, und hier am Ende siegreich zu sein, meine Damen und Herren, das ist wahrlich etwas ganz Besonderes. Einige, die sich schon haben eintragen können hier in die große Liste dieser fantastischen Namen, die hier siegreich waren. Diese Namen im Übrigen stehen direkt am Ein- und Ausritt. Dort hat man sie verewigt. Und und das ist natürlich, er ist es, der das Ganze hier im letzten Jahr hat für sich entscheiden können. Markus Ehning. Im letzten Jahr mit Breiter Tour. Die Sörs stand Kopf, meine Damen und Herren. Der Bundestrainer war mehr als nur zufrieden. Tja, und das war sie, die Situation, die wir sie im letzten Jahr hier haben genießen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Wetter auch dieses Jahr wieder einfach top ist. Das wird definitiv ähnlich werden. Ob es genauso wird, ich weiß es nicht. Einen deutschen Sieger hier in Aachen im großen Preis zu haben. Wir haben es selber schon häufiger miterlebt, aber das ist darüber hinaus natürlich immer noch etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, und gleich werden wir dann auch einmal kurz den Blick erhaschen können, eben auch in die Starterliste. Es sind ja insgesamt 40 Teilnehmer, die sich hier haben qualifizieren müssen für eben den großen Preis, wobei einige von ihnen an der Zahl 11, nämlich die hatten sich schon vorqualifiziert. Also über ihre Leistungen zuvor gab es dann eben eine Liste von Akteuren, wo man gesagt hat, meine Güte, die sind auf jeden Fall sicher schon einmal dabei. Einer, der noch vor kurzem ebenfalls auch in Spruce Meadows im Masters siegreich war im letzten Jahr, Sameh Aldehan. Der wird im Übrigen gleich den Anfang machen. Scott Brash, Sven Schlüsselburg wird danach der erste Deutsche sein. Wir freuen uns, Max Kühnert, auch dass Jan Wernke hier den Schritt, der Medaillengewinner der deutschen Meisterschaft hier geschafft hat. Eric Lamas, Fine Lady, haben hier im Übrigen auch schon Aachen-Geschichte geschrieben. Als Elfter wird Markus Ehning kommen, der Vorjahressieger. Ganz besonders wird es natürlich auch hochinteressant, wenn wir auf die zweite Hälfte schauen. Christian Ahlmann, auch er schon hier mit dem Sieg in Aachen, gefolgt vom starken Kian O'Connor. Luciana Denise, hat sie wieder fit für Aachen, die Fit for Fun. Und dann geht es schon so langsam auf die Schlusslinie. Als 32. auch wenn es jetzt schon vorbei ist, Simone Blum, der wir besonders natürlich als Deutsche hier die Daumen drücken. Auf dem letzten Metern kommt dann natürlich auch noch als letzter Daniel Deuser. So geht es los mit Sprung Nummer 1 im Steilsprung. Sprung Nummer 2, 1,50 hoch, 1,70. Dann die Doppelwasser als steil. Nicht ganz so, sondern im Endeffekt der Steil ist ein bisschen näher herangerückt. Von 4 auf 5 sind es dann wahrscheinlich 6 Galoppsprünge, bevor es dann am Ein- und Ausritt vorbeigeht in die Kombination Oxa-Steil. Schnell, nämlich nach 6 Galoppsprüngen kommt schon das Wasser und dann nach 5 Galoppsprüngen ein Steilsprung, der unglaublich hoch ist. Ich habe mich mal daneben gestellt, da verliere ich mich fast neben. Über 9, 10 und 11 jeweils Einzelsprünge geht es dann hin in diese Schlusslinie. Und diese Schlusslinie, die hat es richtig in sich, beginnend mit dem Steilsprung und danach Oxa-Steil
Ochse ist die Situation der Dreifachen kurz vor dem Ende und dann findet mit dem Schlusspunkt Nummer 14 der erste Umlauf dann hier seinen Abschluss. Ja, wir sind gespannt. 585 Meter gilt es hier zu galoppieren bei einem Tempo von 400 Metern in der Minute. Mit Hindernishöhen von ja, bis zu 1 Meter, bis zu 1 Meter und 70, bis zu 1 Meter und 70, die hier anliegen. Und von den insgesamt 40 Teilnehmern aus der ersten Runde werden wir dann im zweiten Umlauf, da starten dann nur noch die 18 besten Reiter des ersten Umlaufs. Im Übrigen in umgekehrter Reihenfolge des Ergebnisses des ersten Umlaufs, jedoch alle Pferde mit null Fehlern. Bei Strafpunktgleichheit auf dem ersten Platz nach dem ersten und zweiten Umlauf kann es dann immer noch mal auch zu einem weiteren Stechen geben. Mit einer Gesamtdotierung von 1 Million Euro, meine Damen und Herren, geht es jetzt los in eines der begeisternden Grand Prix, meine Damen und Herren, die es im Springsport definitiv gibt. Ich hoffe, Sie haben sich vorbereitet. Wir sind es auch. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich mit Ihnen gemeinsam die ganze Zeit hier dieses Rolex Grand Prix mit Ihnen hier verbringen kann. An den Start gehend, meine Damen und Herren, mit Zuma's Zorro. I always think I have a good chance, especially when you have a horse like Zorro. She's a fighter, and I know on Sunday she will give her best. If she feels good and I feel good, then we have a really big chance. But show jumping is a very non-guaranteed sport. You can have the best horse in the world with the best rider in the best conditions, and it's not your day. So I always think positive. And I'm really eager to get Sunday and get in that ring. And her, Zora and I just give our best, fight the jumps, fight the course, try to get a clear round to start with, get us in a good chance for the second round. And we'll take it from there. Wir haben ihn vorhin schon angesprochen, war im letzten Jahr siegreich im Masters in Spruce Meadows, hatte damit eben schon einen Major-Sieg im letzten Jahr errungen, hat dementsprechend dann natürlich auch noch die Chance auf ein weiteres Bonussystem, nämlich wenn man es schafft, zwei nicht aufeinanderfolgende Siege innerhalb eines Grand-Slam-Zyklus zu erzielen, könnte er seine Börse um noch weitere 250.000 Euro erweitern. So, mit ihm jetzt einmal das anschauen. Zuma Sorrow, die Stute, die Douglas-Tochter. Die war es eben im Übrigen auch dem vor einem Jahr, mit der er in Spruce Meadows erfolgreich war. Die Doppelwasser, dass er der erste Stall hinter, der andere vor dem Wasser. Damit sind es ja ungefähr so 11 Meter, die dazwischen sind. In die erste Distanzaufgabe nach 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch hier, das Ganze kann variieren zwischen 7 und 6 Galoppsprünge über die rechte Hand in die Kombination. Ochsa, steil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hin zum Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die er jetzt hier wählt nach dem Wasser. Auch da werden wir, na klar, je nachdem, wie das Wasser überwunden wird, mit unterschiedlichen Galoppsprüngen hier diese Distanz wahrscheinlich erleben. Mit dem doch recht frühen Fehler, den Sameh Al-Dahan hier gleich an Sprung Nummer 2 bekommt, schon sein Idealergebnis schon so ein bisschen verloren. Jetzt die Schlusslinie. 1, 8. Ochsa, steil, mit einem raus, hinten der Ochsa.
Und dann ist es noch nicht zu Ende, sondern die dann eben nochmal folgenden ja, 7 Galoppsprünge in diesem Falle bei Suma Sorrow und Sameh Eldehan zum Ende hin. Oxer steil, Oxer auf der letzten Linie in dieser dreifachen noch einmal. Und ja, da muss man ganz einfach nochmal noch einen richtig frischen Kumpan dabei haben, damit der einfach diese Kraft und Energie zum Ende noch einmal aufbringt. Es fehlten zwar wenige Zentimeter, aber die waren dann leider ausreichend, dass es hier ebenfalls hier noch zu diesem Fehler hier gekommen ist. Wir freuen uns jetzt auf Scott Bresch. On Sunday, I think there's a lot of top horse rider combinations that are going really well. I mean, Ben Mayer had a very good win yesterday on Explosion, so you know that his horse and himself are in top form and comfortable in the arena. So I think he has a great chance on Sunday. I think. Kent Farrington's going very well. He went well yesterday. Daniel Deusser on Tobago. Henrik von Eckermann on Mary Lou is going very well. So yeah, I think there's some real strong contenders for Sunday. Und er bringt von Lady Harris, Lady Kirkham, den 10-jährigen Cooper van der Heffing Nachkommen. Hello Jefferson. He's the horse I think for Sunday. He's the horse I think can go the best on Sunday, and yeah, he's a top horse, and you need a top horse to jump this Grand Prix. Das Geläuf, auch wenn es am gestrigen Tag geregnet hat, ist wirklich ideal. Sie sehen zwar, es ist ein bisschen Sand dort gestreut, das ist, weil die Fahrer gestern natürlich hier noch drin waren, aber sonst, der Boden hat wirklich, fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn man dort drüber läuft. Jetzt in diesem Falle ja mit dem Roundabout zu diesen 11 Metern, einmal dahinter das Wasser, dann oder davor, danach dahinter das Wasser, und da bekam er oder Jefferson, wie gesagt, diesen doch etwas deutlicheren Fehler. Hier sehen wir, dass er macht das mit diesen doch vorgegebenen Distanzen, 6 hin zum Wasser, 5 dann eben im weiteren Verlauf. Er bekommt den Szenenapplaus dafür, dass er hier diese dreifache, ja man möchte es schon fast sagen, mühelos absolviert hat. Zum Ende reicht die Zeit ganz knapp, aber dennoch nicht ganz aus. Bei erlaubten 88 sind es hier 88,18 und dementsprechend sind es hier eben aus der First Round. 5 Strafpunkte für Scott Bresch. 88,18 Seconds. Sein Debüt in Aachen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch hier im Rolex Grand Prix, dem 10-jährigen Bud Spencer aus Deutschland, Sven Schlüsselburg, Germany. So, der Papa steht, Heiner Engemann, ebenfalls jetzt in die Bahn schauend, und es ist eine so wundervolle Geschichte. Und zwar der
Reiter aus Baden-Württemberg kommen mit stetigen Erfolgen, zweifelsohne, aber mit einer Erfolgsserie in diesem Jahr, die wirklich fast seinesgleichen gesucht hat. So hatte er die Chance, Anfang des Jahres am Nationenpreis hier mit dem dran teilzunehmen. Diese Chance nicht nur genutzt, sondern sich dabei einfach auch ideal in Szene gesetzt, dass der Bundestrainer, dass Otto Becker gesagt hat, Menschenskinder, da soll gleich ein zweiter, ein weiterer noch einmal folgen und auch dort sich wirklich sehr, sehr stark verkauft und untermauert wurden diese Ergebnisse mit einer deutschen Meisterschaft. Dort, wo er zwar ganz knapp am Treppchen vorbei, aber trotzdem mit einem sehr, sehr starken fünften Platz erneut wieder von sich hat aufmerksam gemacht mit seinem Buddy, mit Bud Spencer, mit dem er diese großen Ereignisse absolviert hat und somit auch jetzt hier am großen Finaltag hier ebenfalls mit dran teilnehmen kann. Davor war er noch ebenfalls auch in Hagen mit aktiv, in Mannheim ebenso erfolgreich. Sein Traum, sein Ziel war es natürlich immer hier einmal zu reiten und über Abu Dhabi, über den Erfolg im Nationenpreis und jetzt in Aachen und er wird es fast kaum glauben können, dass er diese Runde so fantastisch absolviert. Sven Schlüsselburg, es war schon ein Traum, hierher zu kommen und dieser Traum, er geht noch weiter. Mit einer abwurffreien Runde. Man muss sagen, die Leute, die gehen wirklich mit, die fiebern mit. Also jetzt in meinem Falle war das wirklich so, du hast es gemerkt, Gefühl von Sprung zu Sprung. Und da war eine Ruhe bis zum letzten Sprung, wo du durchs Ziel galoppiert bist und warst null, dann gingen die Sitze hoch und das war Wahnsinn. Also da kriegst du jetzt noch Gänsehaut. Was für die Zeit. Zwei Zeitstrafpunkte gibt es. Eine abwurffreie Runde. Das ist auf jeden Fall das Erste, was Erwähnung finden muss. Und ob das Ganze auch die Freunde aus Baden-Württemberg, die mitgereist sind. Und als Nächsten sehen wir den 12-Jährigen. Sie können es ebenfalls kaum fassen. Hier zu sein, ein Traum. Und man möchte gar nicht wach werden, da der Traum noch weitergeht. Die zwei, wie gesagt, müssen wir uns notieren für die Zeit, während es jetzt weitergeht. Max Kühner. Ich hatte es gesagt, er hatte sich im Laufe des Jahres verletzt. Und zwar beim Training musste das Ganze operativ dann eben auch versorgt werden. Er dann aber ja auch so ein bisschen, wie es seine Art ist. Diejenigen, die ihn kennen, die wissen, der lässt sich auch durch solche Sachen nicht umwerfen oder gar beeindrucken mit enormer Disziplin und enormen Kampfgeist. Ging es sehr, sehr schnell wieder zurück in den Sattel. Er war in Knocke dabei, er war in Falsterbo die Wache zuvor, um sich hier auf Aachen vorzubereiten und um hier mit seinem Chardonnay an die Erfolge der letzten Zeit einfach heranzuknüpfen. Aber trotzdem, es ist natürlich nach einer Operation, die er im Schulterbereich stattgefunden hat, nicht ganz so leicht einfach. Man spürt das natürlich einfach noch. Es ist definitiv ein kleines Handicap. Und dafür macht er das schon wieder großartig. Auch wenn es wie in dieser Runde eine Runde eben mit zwei Abwürfen wird, mit 91er Zeit, mit damit 9 Strafpunkten bei Max Kühner und Chardonnay.
einer davon für Zeitüberschreitung. 91,25 Sekunden. It's 9 penalties, including one time fault, 91.25 seconds. Das fünfte Paar kommt aus Deutschland, 13 Jahre alt, Oldenburg international gezogen, Nashville HR heißt der Wallach vom Nintendo und Lifestyle, der auf seinem Rücken den deutschen Vizemeister 2019 trägt, ist Jan Wernke, Germany. Sowohl der internationale als auch der nationale Turnierkalender, er bietet immer Highlights, die es sich herauszupicken gilt. Und Jans Highlight, es sollten mit die deutschen Meisterschaften werden. Zum einen, weil es ein wundervoller Titel ist, den man dadurch erwerben kann, er als deutscher Vizemeister. Natürlich darüber hinaus, dann natürlich auch die Situation, dass wenn man sich so gut in Szene setzt, der Bundestrainer fast gar nicht mehr umhin kommt, um dann solche starken Paare eben auch hier mit nach Aachen zu nehmen. Das war er, der Lohn der Arbeit, der Strapazen zuvor, vor eben den deutschen Meisterschaften. Jan Wernke, der diese Chance ebenfalls sehr, sehr gut genutzt hat. Und zwar ganz besonders nicht nur mit Nashville, sondern darüber hinaus auch eben mit seiner Queenie, mit der er so seit vielen, vielen Jahren so viele Top-Resultate und Ergebnisse hat schon erzielen können. Hatte am Tag zuvor mit Nashville noch ein ganz klein wenig Pech. Da war es nämlich die Situation, dass sich die Trennung ein ganz klein wenig löste und zwar die Regulierbarkeit immer noch gegeben war, aber eben es schon einfach auch für Nashville nicht ganz so angenehm war, mit eben dem Verrutschen dieser Trense dann klarzukommen. Und im Rolex Grand Prix, Jan Wernke und Nashville HR 89 plus und damit sind es in diesem Falle 9 Strafpunkte für Jan Wernke. Sie ist 16 Jahre alt, eine Hannoveraner Stute von Forsyth FRH. In ihrem Sattel sehen wir den vierfachen Major-Sieger bei 3 Majors, Aachen, Genf und zweimal Calgary und Olympiasieger von Hongkong, Eric Lamaze aus Kanada. Von Kanada. To be honest, is who has the best day, who his horse is on the top form. Every rider here is very capable of doing it, but it's always a very exciting Grand Prix and always comes up with a fantastic result. It's difficult to find one rider. Geschichte haben sie darüber hinaus auch hier schon geschrieben, nachdem sie hier ebenfalls auch schon sich in die Siegeslisten haben eintragen können, eben in einem fantastischen Preis von Nordrhein-Westfalen in den Jahren zuvor. Wir haben darüber gesprochen, Eric Lamaze, dann die Erkrankung und bei ihm eben dann auch die Operation, Erkrankung oder besser gesagt Operation, dann natürlich am Kopf, das ist immer was Besonderes, aber sie wären nicht umsonst so erfolgreiche Reiter, wenn sie auch mit diesen Situationen nicht so umgehen würden. Mit so viel Biss, wie er wieder zurückgekehrt ist, das war schon mehr als nur beeindruckend. Und darüber hinaus zeigte er natürlich auch allen es noch vor wenigen Wochen, ebenfalls mit einem Top-Erfolg, einem Sieg in Spruce Meadows, dass er wieder zurück ist. Dass er wieder zurück ist mit der Fine Lady. Eine Situation, die uns nochmal besonders viel Freude bereitet. Und eine sehr gut wirkende Fine Lady, die lediglich einen Abwurf hier bekommt. In der ersten Runde, im ersten Umlauf des Rolex Grand Prix.
Und damit sind notiert die 4 Strafpunkte. Voller Freude darf ich erwähnen, dass das beste Ergebnis, was wir bisher hier erlebt haben, die Runde von Sven Schlüsselbrock war mit seinem Bud Spencer. Die 7. Reiterin im Rolex Grand Prix in der ersten Runde aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Laura Crowns, United States. Auch wenn es in diesem Jahr nicht ganz dazu gereicht hat, auch mit der Mannschaft hier am Donnerstag hier zu brillieren beim Nationenpreis. Nichtsdestotrotz ist sie immer wieder eine absolute Bereicherung. Darüber hinaus kommt sie eben mit einem Nachkommen, ebenfalls eines Aachen-Siegers, nämlich Codex One. Kamen ins Straucheln. Ihr beim Überwinden George Morris, McLean Ward. Und der Veterinär, der ebenfalls gleich einmal einen Blick darauf wirft, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Aber wir können auch ebenfalls erkennen, Curious George. Und wir hoffen in diesem Moment, dass es wirklich nur bei dem Schrecken und maximal eine mit dem Laura Crowd. Ihnen geht es beiden gut, das ist das Allerwichtigste. Hier jetzt noch einmal die Situation. Es war auch die Schwierigkeit, muss man sagen, dass sie ja, nicht nur eben, weil sie den Kreuzgalopp, sondern hier, Curious George schaute die ganze Zeit eben in diesen Teich hinein, war gar nicht konzentriert auf eben dieses Hindernis am Anfang, dieser Einsprung und Okay, thank you. Sie ist schon einmal gestürzt in dieser Woche und wir mussten uns sorgen. Adriano Zettis nun bei uns. Er ist 11 Jahre alt, ein Zangesheider Wallach vom La Vito und wird geritten von Daniel Blumann für Israel. Representing Israel. Daniel Billman. Ladriano. Ladriano, ein Pferd, welches aus der Zucht kommt von eben Paul Schockemöhle. Und das Interessante ist, dass sich diese Situation wahrscheinlich auch noch ein bisschen häufiger ansprechen darf. Neben Ladriano. Vito Balubé. Oh, haben wir jetzt hier vielleicht schon einmal die erste? Erste strafpunktfreie Runde. Ein bisschen schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende die Zeit auch hier bei ihm nicht ganz reicht. Darüber hinaus dann aber auch noch kommen, dass er ein ganz klein wenig, ich will nicht sagen schwächelt, aber nicht mehr diesen Eindruck in der dreifachen Hatten zeigte,
wie zuvor in dem restlichen Parcours und gerade auf den letzten Metern dann eben schon auch so ein bisschen ins Punkten kam. Das ist mit der Zeit nicht ganz genau, das haben wir fast gedacht, dass dann aber eben auch noch zwei weitere Abwürfe hinzukamen. Das war dann doch vielleicht ein klein wenig überraschend. 91,12 Sekunden. Das 9. Paris Rolex Grand Prix. In Schweden gezogene Stute Alp Führens Bianca vom Baludio Eo Carneto wird geritten vom Rolex Botschafter. Dreifacher Major-Sieger und die Nummer 1 der Welt. Aus der Schweiz, Steve Gerda, Switzerland. I think it's, you know, that's what's so unique about Aachen. I think the 40 starters are 40 favorites and two very difficult tracks for sure. So I have no idea. I think I'm one of them, but it's gonna take a lot. Steve Gerda, meine Damen und Herren, seine Erfolge aufzuzählen, meine Güte, dafür reichen auch 88 Sekunden nicht aus. Aber wenn wir die Major-Siege seit 2013 einmal im Besonderen nehmen, da fallen uns natürlich sofort die Siege ein mit Nino de Bassonet in Genf 2013, ja, unter anderem. Oder dann zum Beispiel auch in Genf, ebenfalls bei seinem Heimspiel im Jahre 2015. Freuen uns jetzt, hier wieder dabei zu haben mit der Baloo-Stute Alp Führens Bianca. Jenes Pferd, welches uns verständlicherweise nicht nur bei den großen Preisen, sondern darüber hinaus, gerade eben bei den Championatseinsätzen, bei diesen fantastischen Runden in Tryon so begeistert hat, als das Paar für die Bronzemedaille bekam bei den Weltreiterspielen. Oder eben auch bei den letzten Europameisterschaften in Göteborg mit der Mannschaft ebenfalls die Medaille davongetragen. Ebenfalls die Bronzene. In diesem Falle ist es der eine Abwurf. Steve Gerda, Alp Führens Bianca, der zweite Platz in der laufenden Wertung. Vier Punkte. Ein Abwurf, knapp in der Zeit geblieben, aber diese vier Punkte, das sind bisher das zweitbeste Ergebnis, was wir dort haben. Eben von 40, 18 kommen weiter. Das sind damit die fast 50%. Und da muss er jetzt noch ein ganz klein wenig warten und all diejenigen, die ihn kennen. Er schaut immer so ein bisschen grimmig rein. Ist er nicht. Er ist ein herzensguter Kerl und ein großartiger Macher. Sind jetzt beim Iren Derek Kenny. Und die Baloo-Stute, Babaloo. Wie lässig er hier diese fünf Galoppsprünge nach diesem Wasser dann noch mitnimmt. Aber wir sehen, das war fast schon so ein bisschen zulässig. Er war schon ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen weiter entfernt mit viel Gleichmaß. Größter Souveränität, wie er immer wieder diese neuen
Aufgaben angeht und so, sehr beeindruckt vom Absolvieren des Ganzen bisher, aber da kommt sie ganz, ganz leicht dran, Bourbaloo, und jetzt auch hier nochmal, dann nimmt er lieber sich ein bisschen Zeit, hatte zuvor sich ein kleines Polster geschaffen und damit schafft er es eben, dass er in der Zeit bleibt, weil gerade diese letzte Situation, da hat er schon ein bisschen Zeit liegen gelassen. Da haben wir sie, die erste Nullrunde, Derek Kenny und Babalu with a clear round. Tja, da sehen wir jetzt noch einmal wirklich ganz, ganz oben drin liegt sie, die Stange. Sie geht nicht mehr höher und einem Grand Prix, der mit 1,70 ausgeschrieben ist. In Westfalen gezogen, der Hengst ist von Pleasure und Pilots, 14 Jahre alt. Er heißt Funky Fred. Und der Reiter hat 5 Siege bei 3 Majors auf dem Konto und nicht zuletzt der Sieg im Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen im letzten Jahr. Hier ist aus Deutschland Markus Ginning, Germany. Markus Ehning, siegreich in den Majors, natürlich, wir haben vorhin noch einmal die Bilder gesehen, Vorjahressieg hier im Großen Preis mit Pretatou, dann aber auch noch im weiteren Verlauf in Genf dann auch noch mal siegreich gewesen. Jetzt bringt er hier uns Funky Fred. Eine ganz besondere Situation, weil ja, bestehend oder entstehend aus zwei Pferden, mit denen er beiden so erfolgreich war. Einmal die Stute Panama. Sowohl Markus als auch Johannes haben dort ganz, ganz viele Stuten, ganz, ganz viele Erfolge und Siege mit gefeiert. Die Stute, die Tochter des Pilot und natürlich seinem For Pleasure. Vorjahressieger im Rolex Grand Prix. Ach, er hatte noch, er ließ sich so ganz klein wenig raus. Er wollte sich ausreichend Platz schaffen hin zu diesem letzten Steilsprung, was bis dahin so bravourös, so brillant einfach aussah. Und die leichteste Berührung dort führte zu den ärgerlichsten 4 Strafpunkten überhaupt, entstehend am letzten. Markus Ehning und Funky Fred. Am Start ist der 11-Jährige in den Niederlanden gezogene Wallach Dabal vom Zaval VDL. Im Sattel sehen wir den Mannschaftseuropameister von Aachen im Jahr 2015, Jur Frieling aus den Niederlanden, The Netherlands. Judith Gölke, die wir da im Übrigen gerade sah, und daneben auch die Pferdepflegerin von den Pferden von Markus. Und ja, auch die können es fast gar nicht fassen. So, kommen jetzt zu Jur Frieling mit dem Zaval-Nachkommen namens Dabal und geht schon so ein bisschen, will so ein bisschen in die Innenbahn hinein und dieser Weg hat natürlich den Vorzug, ein bisschen Zeit gut zu machen, hat dann aber auch diese Schwierigkeit und das Risiko, dass die Pferde dann einfach auch noch ein bisschen deutlicher in diesen Weiher schauen. Thank you.
Merrick Kenny als einziger Nuller in Führung, 85,89 vor Sven Schlüsselburg mit Bud Spencer, zweiter Platz, zwei Punkte. Doch nach dieser Situation dann jetzt auch hier verzichten auf das Weiterreiten, da haben wir das nochmal. Geht so ein bisschen in die Innenbahn und der Blickwinkel ist eben sehr, sehr stark. Dann GNC Arayan. Niederländischer Maler von Balubi di Rue, Carlos Enrique Lopez Lizarazu, Colombia. Damit das Verzichten von Jo Frieling kommen wir zum Kolumbianer Carlos Enrique Lopez Lizarazu. Und Arayan. Ebenfalls mit dabei gewesen, auch mit bei den Weltreiterspielen. Ein Südamerikaner mit dem auch wirklich so ein bisschen klassischen südamerikanischen Temperament. Und dass sich das auf den unterschiedlichen Kontinenten, dass es dort einfach auch immer wieder ein bisschen unterschiedliche Ansichtssachen seitens der Reitweisen einfach ergibt. Das erkennt man. Auch will das jetzt gar nicht hier weiter in Frage stellen. Darf jeder, glaube ich, für sich selber beantworten, weil er daran dann Gefallen findet. Doch, mit viel Einsatz, es gelingt ihm hier mit lediglich einem Abwurf ins Ziel zu kommen. Vier Strafpunkte sind es dementsprechend auch bei Carlos Enrique Lopez Lizarazu mit seinem Arayan und liegt damit jetzt hier momentan auf eben dem vierten Rang. Ist eine Oldenburger Stute, 12 Jahre alt, vom Lordanos und wird geritten vom Bronzemedaillengewinner der deutschen Meisterschaft dieses Jahres, Hendrik Sosa. Representing Germany. Auch bei ihm gab es schon eine Feierlichkeit, nämlich nach den deutschen Meisterschaften, als es dort nämlich ebenfalls mit dem Medaille aus dem Balve dann nach Hause kam, dann ebenfalls auch die Chance, hier mit dabei zu sein in Aachen. Diese Chance wundervoll genutzt, hat wirklich tolle, erfolgreiche, gute, schöne Runden gedreht, hat seine Pferde hier sehr stark in Szene gesetzt, die mit diesen Anforderungen, das muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut klarkamen, durch die Bank seine Pferde. Und Hendrik Sosa hat jetzt eben mit der Chance, sich qualifiziert zu haben für diesen großen Preis. Und das ist ja dieses Bild, was wir über die Tage hinweg haben. Das bestätigt sich jetzt ein weiteres Mal. Die kommen super mit diesen Anforderungen zurecht. Und jetzt ist das nur noch die letzte Linie. Der Daumendrück von unserer Seite verschärft sich, auch wenn er da jetzt ganz leicht noch kurz dran war. Jetzt die hohe Konzentration auf den letzten, auf diese letzten Metern. Es klackert, es bleibt aber liegen. Und das soll in diesem Falle beim letzten auch. Bitte. Schade. Absolut schade. Absolut schade. Hendrik Sosa und seine Lady Lordana. Ergebnis ansagen zu müssen, es sind vier Fehlerpunkte. Es hilft nichts. Aber es war ein großartiger Parcours, Hendrik. Großartig.
Es ist der 7. Platz zur Zeit, Henrik. 18 kommen in die zweite Runde. Es gibt die Chance. Sie liegt. Wir hoffen. So, Henrik Soos hat 4 Penalties, 87,65 seconds. So, der Herr Papa, und das ist, das zeigt diese großartige menschliche Art und Weise von Ihnen. Natürlich schwingt ein klein wenig Enttäuschung mit, aber wer so großartige Leistungen über diese Tage hier hinweg absolviert hat, Hut ab! Henrik Soos. Jetzt kommen wir zum Holländer Doran Köpers, der ebenfalls sich hier sehr, sehr gut dargestellt hat, Doran Köpers und der Holsteiner Kalido nachkommen, Charlie. Doran Köpers und Charlie, die Zeit im Übrigen, die ist unglaublich stark bemessen. Sehr, sehr viele 86er Zeiten, die wir hier haben, auch wenn wir zu Beginn noch einige hatten, die so ein bisschen zwar darüber gekommen sind, aber häufig ist man hier wirklich in diesem erlaubten Maß. Man kann es damit erzielen, man muss einfach auch sich lediglich an dieses Tempo halten, an dieses 400er Tempo und vielleicht auch die ein oder andere Situation ein bisschen kürzer einfach wählen. Der 13-jährige westfälische Walach Kluni vom Kornet Obolensky und Rolex-Botschafter Martin Fuchs aus der Schweiz. Von Switzerland. Der Vize-Weltmeister Martin Fuchs mit Clooney. Mit einer kleinen Überraschung, ja, oder besser gesagt, Situation, die auf jeden Fall auch noch Erwähnung finden muss, weil man es nicht direkt sehen und erkennen kann. Denn die beiden reiten mit einer ganz besonderen neuen Form der Sicherheitsweste, die die beiden hier unter dem Sakko tragen. Wenn Sie jetzt einmal schauen auf die rechte Seite bei ihm, auf seine rechte Flanke, da ist diese Verbindung, die sein Sakko hat mit dem Sattel. Man hat das früher mal gesehen, diese aufblasbaren Westen kennt man sehr viel, sahen einfach, trugen sehr, sehr stark auf, aber in diesem Falle, man ist jetzt, die Technik ist so weit, dass man es gar nicht mehr sieht. Ich finde es großartig, dass ein junger Reiter, der ein Vorbild für viele ist, ganz besonders natürlich für viele, ja auch junge Athleten und damit ein deutliches Zeichen setzen will, dass Sicherheit in unserem Sport sehr, sehr wichtig ist. Er sagte mir darüber hinaus auch, er reitet zum Beispiel auch immer mit Helm. Er kann es nicht nachvollziehen, wenn er in andere Ställe hineinkommt und das nicht der Fall ist. Und jetzt, meine Damen und Herren, ob es an der neuen
an diesem neuen Outfit liegt oder ob es ganz einfach nur eine klassische Runde des Weltmeisters, Vize-Weltmeisters mit seinem Clooney ist. Die beiden, die nämlich null bleiben. Und der Pferdebesitzer von Clooney, Luigi Baleri, der freut sich sowohl über seinen Schimmel als auch über diese starke Runde von Martin Fox. Die Zeit 87,02 Sekunden. It's a clear round, 87,2 seconds, bedeutet Platz 2 derzeit für die beiden. The second place so far. Als 17. Paar zu uns gekommen in der ersten Runde des Rolex Grand Prix, Urelia Lützerbach, eine französische Tochter des Ilios de la Cour mit dem Rolex-Botschafter, zweifachen Major-Sieger und Mannschafts-Olympiasieger von Rio, Kevin Stones, France, Frankreich. Urelia Lützerbach, eine Stute, 11-jährig, von Ilios de la Cour mit Kevin Stone. Ein Stilist im Sattel, ein Ästhet, was die Reiterei angeht, aber darüber hinaus einer, der die Verbindung immer wieder schafft von Ästhetik und Effizienz. Französischen Fans und Freunde feuern sich über die Nullrunde. Jetzt wird es langsam Zeit für uns auch, meine Damen und Herren, dass wir nämlich jetzt hier mal wieder auf die Rangierungsliste schauen. Ihre schwedische Wallach Catch Me Not S vom Gardento. Mit dem Europameister des Jahres 2017 und aktuellen Mannschaftsvizeweltmeister Peder Fredriksson. Martin Fuchs mit dem zweitbesten Ergebnis vorhin, welches er erzielte. Dann sind es damit jetzt auch insgesamt drei, die hier bisher strafpunktfrei geblieben sind. So. 18 kommen, wie gesagt, weiter. 3-0er. Sven Schlüsselburg, viertbestes Ergebnis momentan mit 2 Zeitstrafpunkten. Danach folgt Steve Gerda, dann Carlos Enrique Lopez, Lisa Razou und die beiden Deutschen, Markus Ening auf 8, Henrik Sosat auf dem 9. und Jan Wernke jetzt hier momentan auf Platz Nummer 12. Ja, Peder Fredriksson, er hat sein reiterliches Können, sein reiterliches Geschick im absolut Besonderen unter Beweis gestellt im Nationenpreis, nachdem er wirklich ins Straucheln kam. Er war das Streichergebnis in der ersten Runde und er musste ganz einfach null bleiben in der zweiten und er tat's. Peder Fredriksson, der jetzt hier für den Rolex Grand Prix sich für Catch Me Not entschieden hat. Catch Me Not, dieser 13-jährige Cardento-Nachkomme.
Eine Schlusslinie. Eine Schlusslinie, meine Damen und Herren, die es ganz einfach in sich hat. Und nicht nur er. Nicht nur er. Ein Markus Ehning, der Vorjahressieger, darüber hinaus ebenfalls hier daran gestrauchelt. Ein Henrik Sosa, der bis dahin wirklich so super unterwegs war. Und so ist es leider eben auch bei Peter. Peter Fredriksson mit Catch Me Not. Mit 4 Punkten. Ensor de l'étrange. Belgischer Nachkomme des Nawab de Rêve und Mr. Blue. Lorenzo Di Luca. Spa. Welches unter anderem auch in der Global Champions Tour top unterwegs war, unter anderem noch vor wenigen Wochen in Stockholm. Italienischen Equipe den Nationenpreis beschritt auf der Piazza di Siena in Rom. Ende des Jahres eine Top-Platzierung. Nämlich Platz Nummer 5 in Wellington. Im großen Preis übrigens. Das sind 84,73 Sekunden. 84er Zeit. Ein Abwurf gab es leider auch bei der Runde von Lorenzo Di Luca mit Ensor de l'étrange, aber eben eine Platz noch im vorderen Bereich. Und wenn wir es mal hochrechnen, wir haben jetzt ungefähr hier die erste Hälfte und damit wäre er auch relativ sicher dann in der zweiten Runde mit dabei. Von Aachen 2015, Michael van der Vleuten aus den Niederlanden, the Netherlands. Yeah, it's always hard to say who's going to win the Rolex Grand Prix here on Sunday, because an event like this, there are always very good riders and actually the best horses there are. So it's gonna be a great spot, but there are like 15 who are able to win here on Sunday. So it's gonna be exciting who is gonna be the winner. Wie stark einige Vererber sind, meine Damen und Herren, das bekommt man natürlich ganz besonders dann mit, wenn man hier bei einem der schwersten Grand Prix der Welt dabei ist, nämlich hier beim Rolex Grand Prix in Aachen. Und wenn sich dann einige Vererber so durchschlagend hier in Szene setzen, wie zum Beispiel, genau, Kitam de Revel. Er ist der einzige Hengst mit insgesamt 3 direkten Söhnen, die wir hier im Aachen Grand Prix hier mit dabei haben. Sterdehofs Galimero, gleich mit Machaussacher. Dann, deshalb komme ich gerade da drauf, der wundervolle Hengst Verdi, seiner Landgrafmutter. Dann kommen gleich noch zu Kelom de Hus, alles direkte Kidam de Revel. Darüber hinaus werden wir dann aber auch noch das Kidam-Blut auf Mutterseite finden, wie zum Beispiel bei Valdocco, bei Van Gogh oder eben auch bei Jensen.
van Meulenhof. Das zeigt die Stärke, extreme Stärke eines Vererbers. Und an den wollen wir kurz denken, während wir diese fantastische Runde hier erleben dürfen von Michael van der Vleuten mit dem, auch das ist ein bisschen was Besonderes, 17 Jahre ist er und trotzdem immer noch in Saft, Kraft und Blüte und opa, schade. Und bekommt hier leider zum Ende deiner Dreifachen hier dann doch noch ein Fehler. Besonders ärgerlich, schade, die vier Punkte hier bei Michael notiert, noch zwischendurch auf die Zeit auch geschaut. 85,41 Sekunden. Und damit momentan Platz Nummer 9. Ich habe es gesagt, wir haben die Hälfte, 18 kommen weiter. Da muss er ein bisschen zittern, hat aber auf jeden Fall noch eine Chance, in den zweiten Umlauf zu kommen. Der Start ist frei für die belgische Stute Gazelle vom Casmi von Schoteshof. Im Sattel sitzt zum einen Rolex Botschafter, zum anderen der Sieger Major von Genf 2017 und Mannschaftssilbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Rio, Cam Farrington, United States, Vereinigte Staaten von Amerika. Der US-Boy Cam Farrington, der US-Amerikaner und die Kaschmir-Stute Gazelle. Jahren zuvor ebenfalls auch schon mit einem ja, sehr, sehr starken Auftritt hier gewesen und nicht nur ein absoluter Siegreiter, sondern ein Reiter, der ganz besonders eben auch auf dem höchsten Niveau eine unglaubliche Latte von Erfolgen einfach vorzuweisen. Jetzt schon hier im letzten Drittel angekommen, aber wir sehen, er muss sich auch immer wieder ermuntern. Auch er, der im Übrigen noch am Anfang des Jahres, ja, wie gesagt, im Mai im Nationenpreis in Rom mit dabei war und darüber hinaus dort ebenfalls auch ein Springen für sich mit dem Gazelle hat entscheiden gewinnen können im März. Beim großen Preis, beim Grand Prix in Wellington mit einer Top-Runde. Und auch hier in Aachen fühlen die beiden sich gottverdammt wohl. Die Nullrunde für Ken Farrington und Gazelle. Und damit erhöht sich jetzt einmal schon einmal die Anzahl der Nuller auf. Und damit jetzt insgesamt 4. Martin Fuchs, Derek Kenny, Kevin Stout und Ken Farrington sind es, die die besten Voraussetzungen haben. Aus deutscher Zucht kommend, von Julius Peter Sinnert, nehme ich jener Züchter, der die legendäre Classic Touch von Ludger Beerbaum seine züchterische Basis hat für seine Zuchterfolge. Und dementsprechend aus diesem Stamm kommt die erfolgreiche Cypria S. Willem Greve mit ebenfalls einem sehr erfolgreichen Wochenende hier bisher. War unter anderem mit seinem Hengst Karambol hier hoch erfolgreich unterwegs am Wochenende in der Sörs. Und Daumen drücken jetzt für ihn mit Cypria.
Es sind 13 Fehlerpunkte für Willem Greve. Auf 13 kommt er jetzt hier beim Schlussakkord, jetzt hier beim Rolex Grand Prix. Willem Greve und Cypriès. Aus unserem diesjährigen Partnerland des Weltfestes Pferdesports im CH Joachim 2019, nämlich Frankreich, begrüßen wir die nächsten beiden. Zum einen der Selle-Français Valeur des Number One Diso namens Valdocco de Cap. Zum anderen Guillaume Foutrier, France. Der Name Valdocco fiel vor wenigen Minuten bei mir ebenfalls schon. Da, als wir nämlich über Kidam de Revel gesprochen haben. Hier das Blut von Kidam auf Mutterseite. Und zwar beim vierbeinigen Partner von Guillaume Foutrier. Hier mit Valdocco de Cap. Numero uno ist in diesem Falle der Vater. Entschuldigung. Und zwar der französische Numero uno. Der heißt dann nämlich Number One Dissous en Prince. Der ist im Übrigen ein Balopé-Sohn. Vertut man sich immer, wenn man das liest. Ne? Muttervater, Kidam de Revel, Kajak. Und dann das Blut des Starter. Starter, den wir im Übrigen auch immer wieder finden. Zum Beispiel nämlich auch im direkten Papier von Balobé de Rouet. Komm ran, gerauscht an diese zweifache Kombination, dass man schon fast dachte, das könnte aber vielleicht eng oder schwierig werden, aber mit großartigen Reflexen versehen, dieser zehnjährige Number One. Ach komm. Sehr, sehr energisch, sehr, sehr vital, jetzt nachdem er schon eine roundabout zwei Drittel absolviert hat. Dann aber leider im letzten Drittel, da fordert das Ganze dann doch ein bisschen sein Tribut und kommt es hier leider zu am Ende dann noch zwei weiteren Abwürfen zu zählen. Eben auch hier, war so ein bisschen weit weg hier vom Einsprung in diese dreifache Kombination und da fehlte ihm ganz einfach ein klein wenig an Weite. Zwei Abwürfe, Guillaume Foutrier, Valdocco de Cap. August dieses Jahres. Das ist der 13-jährige Zangersheider Hengst Chucky Z vom Chaco Blue und Shane Sweetnam aus Irland, from Ireland. Hengst und Sohn des legendären und die Weltrangliste der Zucht anführenden Chaco Blues. Chaco Blue Malkina. Das ist Chucky, Chucky Z. Mit Shane Sweetner. Das erste. Ganz klein wenig, ich will nicht sagen zu locker, aber er musste dann doch zum Wasser hin doch noch ein bisschen einmal Nachdruck verleihen, war dann auch ein bisschen weiter weg, hat dann aber die weiteren fünf eigentlich wieder im passenden und sehr, sehr guten Maß bekommen.
2 auch hier bei Sharkey und Shane Sweetnam. 87,58. Die Zeit wird immer ideal ausgenutzt. Die war weniger das Problem, als eben zweimal die passende Höhe hier erreicht zu haben. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich sicher, es war 2014, da siegte er. Ja, Ursula von der Leyen, so langsam wissen wir, dass sie nicht nur eine hoch erfolgreiche Politikerin, sondern ganz, ganz wichtig, glaube ich, für unseren Pferdesport einfach ist, weil sie die Begeisterung des Pferdesports einfach immer schon mitgeprägt hat und sie damit einfach auch, glaube ich, in den hohen politischen Reihen, glaube ich, einfach auch immer wieder mal das Wort für uns einlegen kann. Freuen wir uns, dass sie immer jedes Jahr wieder hier zum Beispiel auch in Aachen mit dabei ist. Vorhin hatte ich es noch angesprochen, als wir nämlich über Codex One sprachen. Denn mit Codex One holte er unter anderem den Sieg hier im großen Preis, im Rolex Grand Prix. Christian Ahlmann, jetzt setzt er auf Clintrexo Z, jenes Pferd, mit dem er auch wieder die Equipe, die Mannschaft, die deutsche Mannschaft bereichert hat. Am Donnerstag hier Platz 2 belegte im Nationenpreis. Konzentrationsfähigkeit, diese Gabe, sich nicht nur auf den Punkt zu konzentrieren, sondern auf den Punkt alles immer wieder abzurufen. Eine Gabe, die diesen Mann so unglaublich auszeichnet. An der Situation, an dem ein Markus Ening und einige andere Topreiter ebenfalls hier ich will nicht sagen scheiterten, sondern einfach das Pech hatten. Ach du meine Güte. Er leider auch. Christian Ahlmann und Clintrexo Z. 86,99 Sekunden vor Penalties in Time of 86,99 Seconds. Mit 4 Strafpunkten. Mannschaftsgold. Hier wieder mal am letzten. Ist es für den nächsten bei der Europameisterschaft 2017 in Göteborg. Hier reitet dann nun die 11-jährige belgische Stute Irenis auch da vom Vigo d'Arsoyer. Und das ist Kian O'Connor aus Irland, from Ireland. Eine Reitsportpersönlichkeit, die besonders Erwähnung finden muss, eben nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er ein so erfolgreicher Reiter ist, sondern die Vielfältigkeit, die Vielschichtigkeit, über die er sich im Reitsport einfach Gedanken macht, mit beschäftigt und da eben auch so erfolgreich drin ist. Äußerst beeindruckend. Kian O'Connor mit Erenice Orta. Denise, die Stute, 11-jährige Stute jetzt hier von Igo. Und da hat er dieses Problem, dass er hier leider einmal nicht die passende Weite zuvor zeichnete sich das schon ganz klein wenig halt an. Das Ganze dann aber leider auch sich nicht verbessert hatte und
er das Ganze nochmal weiter reiterlich versuchte, aber jetzt eben die Situation sieht, dass es keinen Sinn macht, diese Runde hier weiterzuführen mit Irene Sorter. Kian O'Connor damit lässt es damit bewenden. Dort hinten beim Einsprung in diese ins Doppelwasser, da hatten die beiden noch Glück, kam dort voran, aber so, da haben wir jetzt eingeblendet, ganz wichtig, die besten 18. Hendrik Sosat momentan auf Platz 14, dann Scott Brash, Aldahan, dann Jérôme Fautrier und Mr. Sweetnam. Ob es dabei bleibt oder natürlich können wir uns auch noch gut vorstellen, dass noch einige weitere starke Reiter kommen, die vielleicht mit 0 oder 4 Punkten sich da vielleicht auch noch davor setzen. Hier zum Beispiel Jérôme Gury, der Name seines Pferdes, ebenfalls hier schon einmal gefallen. Guillaume de Hoos, als ich nämlich über die Nachkommen von Kidam de Revers sprach. So, aufmunternde Rufe gibt es zum Beispiel auch von der Seite. Das Pärchen, was zum Beispiel vorhin ein Christian Ahlmann hatte, die beiden nicht. Ach, Entschuldigung, das sind ja doch ein bisschen mehr. Also der hat eine ganze Truppe mit dabei, die sich freut. Die fünfte fehlerfreie Runde, das ist der vierte. Die sich freut, Kidam Malkandelo. Das ist Guillaume de Hoos, Jérôme Gury, bleiben 0. Aachen is it's the best show in the world. All the rider wants one time in his life to ride Aachen, and for me I did already few times, and last year was a really special year for me. I was clear, double clear in the Grand Prix with Guillaume, and with the public and the atmosphere, a special atmosphere like nowhere in the world. Something special, and I give everything to try to make my best, to have the best result. Ich bin leider nicht informiert über den aktuellen Stand, aber die nächsten beiden hatten bisher, inklusive des vergangenen Jahres, ein Abonnement auf den zweiten Platz im Rolex Grand Prix von Aachen 2017, ebenso wie 2018. Schauen wir mal. Fit for Fun ist 15 Jahre alt, Hannoveraner Stute von For Pleasure, und das ist Luciana Diniz, Portugal. Im letzten Jahr eben erneut diesen fantastischen zweiten Rang hier im Großen Preis. Dann die Situation aber, dass Fit for Fun ein klein wenig pausieren musste. Unter der fantastischen Pflege von Luciana. Wieder wirklich zu, ja, ich möchte fast sagen, altbekannter Stärke wieder zurückgekommen. Haben wir uns gefreut, nach längerer Pause sie wieder hier auf ihrem Lieblingsrasen, auf ihrem Lieblingsplatz begrüßen zu dürfen. Und in einer altbekannten Frische, so wie wir diese ganz besondere hannoversche Stute
immer wieder erlebt haben. Mit dem Pechem, dass es nicht die Höhen sind, die hier Schwierigkeiten bereiten, sondern lediglich einmal das nicht ganz Erreichen der passenden Weite am Wassergraben, kommt sie jetzt mit 4 Strafpunkten hin zum letzten und mit unglaublicher Frische und Souveränität absolviert sie eben diese Höhen. Und umso ärgerlicher ist es, dass es im aufgrund des Wasserfehlers zu 4 Strafpunkten und damit zum Platz Nummer 15 halt leider wurde. Da haben wir den Abdruck noch einmal. Das Entscheidende im Übrigen ist ja, dass das Eisen direkt draufkommt. Manchmal gibt es die Gelegenheit, dass das Eisen dahinter der Ballentritt aber auf die Plastizinschicht kommt. Das zählt im Übrigen nicht als Fehler, sondern es muss das Eisen, wie wir es hier gerade deutlich gesehen haben, auf der Plastizinschicht sein. Olivier Robert, der Cornet, qui dame de Revelle, da haben wir schon wieder, der Hengst von Gord du Morganier. Die Doppelwassergräben auch am heutigen Tage im Großen Preis, sie gehören einfach mit hinein. Wir hatten sie und zwar dann natürlich am ersten Tag und da hatten wir sie mit 2 Ochsern versehen und puh, da war das schon ganz schön schwierig. In diesem Fall mit diesen beiden Steilsprüngen tun sich die Akteure ein bisschen leichter. Der Vorwärtsdrang war hier einfach ein bisschen zu groß und deshalb hatte der Schimmel da gar nicht so die richtige Chance, das Ganze hier passend zu absolvieren. Hier in Aachen beim Rolex Grand Prix, Elizabeth Madden aus den Vereinigten Staaten von Amerika, United States. Langsam kommen wir zu den letzten 10 Teilnehmern. US-Amerikanerin, Elizabeth Madden mit Derry Lou. Diese 11-jährige Tangelo, ganz beeindruckend schon auch an den Tagen zuvor. Aber auch die schaffen es nicht ganz. Ne? Schön verteilt die Fehler, wobei natürlich auch die Kombination mit zu jenen Elementen zählt, die schon die erste, also die zweifache Kombination, die schon noch einigen hier zum Verhängnis geworden sind. Und natürlich die letzte Linie, weil es hat einfach auch sehr, sehr viel einfach auch mit Kraft zu tun. Es hat sehr, sehr viel mit Konzentration einfach auch zu tun. Und gerade eben dieses hinten raus,
aus eben dieser Kombination und dann dieser Schlusssprung. Elizabeth Madden und Derry Lou mit 4 Fehlerpunkten in der Zeit von 82,73 Sekunden. It's 4 penalties, 82.73 seconds. Es bleibt am Ende bei diesem einen Abwurf und jetzt dürfen wir noch einmal sehen, denn es ist hier diese Wendung am Ein- und Ausritt vorbei. Musste so ein bisschen nach vorne reiten, um einfach hier diese passende Distanz hinzubekommen zu diesem Ochser, um nah genug ranzukommen. Man hatte fast das Gefühl, es sei nicht nah genug gewesen. Es fehlte ihr am Ende dann doch ein bisschen. Und daraus erzielen dann den Fehler und die 4 Punkte. Auch wenn es eine Zeit lang etwas ruhiger war um Penelope Leprévot, der hier Vorzeige Amazone aus Frankreich. Sie hatte, es gab Veränderungen bei ihren Pferdebesitzern und dementsprechend gab es eben auch Veränderungen eben auch in ihrem Stall, aber eine so unglaublich eifrige, unglaublich einfach auch selbstbewusste Reiterin hat es sehr, sehr schnell wieder geschafft, sich eine passende Garde an Pferden in ihren Stall zu bekommen. Und neben Excalibur, den wir ja auch sehr, sehr interessant fanden an diesem Wochenende, dann natürlich auch der Hengst, dieser Toulon-Sohn, der Toulon de Le Tour de Semilly, Sohn Vancouver de Lanlore. Ein Abwurf, ein Wasserfehler sind 8 Punkte, 85. So, die Wassersituation, ähnlich wie wir das vorhin auch bei Luciana zum Beispiel hatten, so auch leider bei Penelope. So. War es eigentlich das Anreiten, so dass wir da wenige kritische Punkte haben finden können, aber es ist auch nur ganz, ganz leicht, wie Sie sehen, aber eben der Tritt auf die Plastizinschicht, das Ganze wird jetzt eingepackt, nicht als Geschenk, aber ganz einfach, wenn der Reiter dann das doch noch mal einmal ganz kurz sehen möchte, dann gibt es da die Chance. Der Bundestrainer, ein enger Mann. Daneben, wir konnten ihn zwar nur erahnen, leider nicht sehen. Gatte, Günther Blum. So häufig hat man dieses Wort Wunderpferd, die Wunderstute in den Mund genommen. Wunder sind es manchmal, die sich nicht nur ergeben, sondern Wunder sind es auch, an denen man manchmal auch selber mit dran beteiligt sein muss, dran arbeiten muss, damit sie geschehen. Und das haben sie eben geschafft, dieses Wunder von Tryon, dort, wo sie sich dann diesen wundervollen Titel eben des Weltmeisters kürten. Und neben so einem Titel, neben so einer fantastischen Individualmedaille ist dann natürlich auch dieser Grand Prix, dieser große Preis, dieser Rolex Grand Prix etwas, wo man ganz besonders seinen Fokus drauf legt. Dafür muss einfach alles stimmen und dafür sind sie bekannt, dass sie wirklich dieses Management haben, um alles auf diesen Punkt in Idealweise vorzubereiten. Und wenn jetzt auch auf diesen letzten Metern alles nach Plan läuft, dann ist der Plan einfach weiterhin ideal, denn da freuen wir uns auf die zweite Runde, auf das Wunderpaar Simone Blum und DSP Alice.
So. So, das war klar. Und jetzt machen wir die. Entschuldigung. Was haben Sie erwartet? Auf jeden Fall darf jetzt der letzte Sprung stehen bleiben. Iron Man van der Paddenborre. Regisseur vom Dragon Chin-Chin. Aachen Sieger 2017 aus Belgien. Gregory Patrick. Danke. Mit Iron Man van der Paddenborre, diesem Darko-Sohn, geht es jetzt weiter mit Gregory Bartelet. Und jetzt hoffen wir, dass sich so ein bisschen die Zuschauer fast wieder so ein bisschen auch beruhigt haben. Schon zuvor zweimal mit eben am Holz gewesen und damit dann auch eben die Situation. Er merkt, es ist nicht so ein frischer Iron Man, wie wir ihn einfach so sonst kennen. Und mit zwei Abwürfen weiß er, ist er nicht mehr groß dabei. Und dann sind die Reiter einfach so viel Pferdefreund und sagen, dann schenken wir es. Partner. Jetzt kommen wir schon so langsam hin auf diese Schlussetappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paare stehen noch aus. Und umso interessanter ist es jetzt natürlich, wenn wir auf die Rangierungsliste schauen. 12-Jährige in den Niederlanden gezogen, der Wallach Sterrehofs Calimero vom Kidam de Revelle. Auf diesem 18. Rang, da befindet sich jetzt hier momentan Hendrik Sosert. Und tja, das wäre schon schade, wenn er nach toller Runde am Ende doch nicht in die zweite Runde hineinkommt. Dennoch, darüber hinaus müssen auch noch Christian Ahlmann und Clint Rexozet ein klein wenig zittern. Liegen sie auf 16, auf Platz 15 momentan Markus Ehning. Wir sind gespannt auf die jetzt noch folgende. Sehen wir im Übrigen auch die Fanstatistik 6a. Einsprung in diese Kombination, in diese zweifache Kombination vor dem Wasser ist es, der da bisher am häufigsten gefallen. Kommen zu meiner Haussache und den dritten direkten Kidam haben wir mit Sterrehofs Calimero.
Was war das für ein leichter Fehler? Dieser Sprung Nummer 2, der Parcours schon ein bisschen kreiert, um einfach so ein bisschen in den hineinzukommen. Er kommt von oben, er kam von oben ein bisschen auf diese Ochserstange, so ein bisschen drauf. Es fehlte lediglich, ich sag so ein bisschen Strecken, lediglich das so ein ganz klein wenig. An Weite zu erzielen. So, die deutschen Farben im Übrigen, meine Damen und Herren, sicher in der zweiten Runde vertreten. Zum einen durch Simone Blum, zum anderen durch Sven Schlüsselburg. So, zwei weitere, die dann noch die Chance haben, nämlich Markus Ening mit Funky Fred, Christian Ahlmann mit Glenn Trexor. Seht ihr jetzt bei Nils Brünzels und der Vagabond-Sohn Jensen van Meulenhoff. Schon so ein bisschen im Type stehen wie der Herr Papa, wie Vagabond de la Pomme, der damals ja auch mit dem Penelope Le Prévost immer wieder sein enorm starkes, kraftvolles Springen unter Beweis gestellt hat und ja in dieser Art und Weise auch hier sein Sohn Jensen van Meulenhoff ist noch 10 Jahre jung, der steht noch wirklich in den Startlöchern. Da dürfen wir einiges an Jahren, glaube ich, noch auch an Erwarten von tollen Runden. Auf den letzten Metern unterläuft Nils Brünzels und Jensen ebenfalls hier. Zwei Abwürfe, 5 stehen noch aus. 2 dürfen noch besser sein. Und Eduardo Alvarez Aznar aus Spanien, von Spain. Als Christian Ahlmann. Eduardo Alvarez Aznar, der Spanier. Rockefeller de Pléville-Bois-Margaux. Diese beiden deutlichen Fehler vom Spanier beim Doppelwassergräben, die ihm jetzt auch hier die Entscheidung leicht machen, seine Runde hier frühzeitig zu beenden. Die Mann kommt in den Niederlanden gezogen, weil er Explosion V vom Chaco Blumal Balubidiro mit dem Mannschafts-Olympiasieger von 2012 aus Großbritannien, Ben Mayer. Red Cats. Riding Explosion gives me a lot of confidence. It's a tough competition, but if I do my job right, he has
all the ability and I have the tools underneath me, so I hope to have a good day. Die Stärke von Kidam de Revel, vorhin hervorgehoben, müssen wir genauso in gleichem Atemzug einfach auch die Vielzahl der Chaco Blues im Übrigen hier ansprechen. Vorhin zum Beispiel mit Chaki, ja, da hatten wir den Chaco Blue muss ich nochmal eben schnell nochmal durchlaufen hier durch meine Liste, das war definitiv noch nicht alles. Chaco Blue, Balupe, die Kombination von Explosion. Mit Ben Mayer. Ganz sicher, und jetzt sind wir gespannt auf den letzten. Wir dürfen vorher noch nichts sagen, weil zum einen ist er da kurz dran und zum anderen sind da einige gestrauchelt, hatten da einige ihre Fehler. Nicht so Ben Mayer, der erhält die Explosionskraft von Explosion bis zum letzten sicher. Und nicht mehr mit dabei in der zweiten Runde ist damit Luciana Diniz, so fit for fun aus Portugal. Christian Ahlmann aus Deutschland nun auf dem Schleudersitzplatz. So, und da sehen wir jetzt noch einmal auch die Richter, die noch mal genau nachgeschaut haben. Wie sieht das aus an der Plastizinschicht? Ist das Olivier Philippartz aus Belgien, von Belgien. Ist das lediglich eben der Ballen, der dort drauf gekommen ist, oder ist es eben das Eisen? Auch er hat bereits seinen Rolex Major Sieg. Ja, wer jetzt im Übrigen ein bisschen zittern muss, ist Christian Ahlmann. Der liegt jetzt hier nämlich momentan auf dem 18. Platz. Drei stehen noch aus. Olivier Philippartz. Der Berlin Heartbreaker Sohn. A&M Extra.
Es sind 4 Fehlerpunkte für Olivier Philippe-Arts und Hardem Extra. 86,2. Auch wenn das bis kurz vor dem Ende so fantastisch aussah, als würde da der Parcourschef ein ganz klein wenig schmunzeln, nämlich bei dieser Situation, wenn es dann doch noch am Ende passiert. Sprang sehr, sehr stark. Am Ende reicht es nicht ganz aus. Es kommt auf den letzten Metern auch hier zu einem Fehler. Und interessant, wenn man sich einmal ganz kurz hier die Verteilung anschaut. Wir haben eben bisher 6 strafpunktfreie Ritte, auf die es nachher natürlich bei den letzten 18 ganz besonders drauf ankommt. Wir haben Sven Schlüsselburg mit 2 Zeitstrafpunkten. Dann eben geht es los. Dann haben wir die 4er und das ist eine ganz schöne Latte. Das sind nämlich dann 11 weitere Paare, die lediglich 4 Punkte hier haben. Und zeigt absolute Machbarkeit des Parcours und auch zum Beispiel der 22. momentan, auf der 22 liegen Scott Brash, hat lediglich einen Abwurf und einen Zeitstrafpunkt. Gut gebaut, dementsprechend vom Parcourschef, absolut fair, aber wir widmen uns jetzt erst einmal Azur. HH Azur. Von der Double H fahren mit McLean Boat, Seriensieger par excellence und richtig geschont worden bisher, auf dass der natürlich auf jeden Fall die passende Kraft und Energie jetzt hier noch haben müsste, um hier vielleicht ebenfalls im Rolex Grand Prix zu brillieren. Goldmedaillen, der Goldmedaillengewinn. Opa, dann geht er nochmal mächtig in die Leinen greifend, um hier mit Azur nochmal alles richtig zu machen. Mit leichtem Schmunzeln sehen wir hier Martin Fuchs, der jetzt natürlich auch noch ein bisschen schmunzeln kann. Der war nämlich ebenfalls strafungsfrei mit Clooney. Das ist ein weiterer Kontrahent für ihn. Die US-Amerikaner im Übrigen mit 2 starken Reitern dabei. Ken Farrington, der null blieb. Und natürlich hier, das dürfen wir sagen, die Übermacht des US-amerikanischen Springsports, McLean Ward. Ich denke, ganz stark dieses Jahr wird McLean Ward bestimmt mit HH Azur. Aber wieder vor Deutschland sind ein paar Gute am Start, ne, mit Christian Allmann, Daniel Deuser, super in Form und Markus Inning wie immer. Und ja, wir drücken die Daumen. Daniel Deuser, Deutschland, Germany. The feeling is very good. He performed here in a small class and then in the big class on Wednesday. He finished 3rd. We jumped a double clear round. And yeah, hopefully I have everything under control by myself to steer him to the next clear round on Sunday. Mit unglaublicher, nicht nur personeller Stärke, sondern wie ich auch meine, mit unglaublicher emotionaler Stärke trat die Mannschaft hier im Nationenpreis auf. Er ärgerte sich mächtig, als es hier diesen einen Zeitstrafpunkt gab. Und das zeigt einfach auch, wie wichtig ihm das ist. Und da freuen wir uns natürlich, dass er eben dass diese Reiterei, diese so fantastische Reiterei einfach auch wieder eben in den Dienste von Deutschland gestellt werden kann.
Daniel Deuser hatte zu Beginn eben wie vorhin mal Hausacher, der hatte daher an Sprung Nummer 2 den Fehler. Dort hatte er ganz, ganz leicht die Berührung hier mit dem Hengst, mit dem Tangelo-Sohn Scuderia. Die Präzision, mit der er die Parcours immer wieder bestreitet, das ist, ich will nicht sagen einzigartig, aber das ist phänomenal, das ist unglaublich beeindruckend und mit bestimmt auch der Erfolgsgaranten eines Daniel Deusers. Hier braucht man aber neben Präzision auch ein bisschen Glück und das hat er. Und jetzt bis zum letzten, nein, von Glück möchte ich hier nicht reden. Das ist reine Präzision. Fantastisches Springen, die Situation alle so anzugehen, wie sie anzugehen sein müssen. Und wir sprachen davon, wie ein Schweizer Uhrwerk, so präzise absolviert er seine Nullrunde. Ein klein wenig traurig darüber wird ein Christian Ahlmann sein. Der rutscht damit nämlich jetzt schon oder rutschte damit raus. Aber ich glaube, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Nicht nur Christian Ahlmann, sondern eben auch Markus Ehning sind damit knapp raus. Auf Platz 18 freut sich dann eben Eric Lamas mit der Fine Lady. Hier gleich noch einmal mitzureiten, um eben hier zwar nicht mehr um den Sieg, aber auf jeden Fall um Top-Platzierung. Wir schauen, meine Damen und Herren, wir schauen jetzt natürlich noch mal nach dieser ersten Runde ganz gespannt. Ganz gespannt schauen wir jetzt einmal ganz kurz. Ich hoffe, dass wir die Liste noch einmal auch einblenden können. Dankeschön, da kommt sie jetzt. Der Resultate. Bestes Resultat hier von Daniel Deuser. Der wird als Letzter an den Start damit auch gehen. Simone Blum mit der Null, Kent Farrington, Ben Mayer, McLean Ward, Kevin Stott. Das geht mir ja fast so ein bisschen zu schnell dort, deshalb rede ich ein bisschen langsamer. Kevin Stott, Derek Kenny, Jérôme Gury, Martin Fuchs. Das sind die neun Teilnehmer, die allesamt mit der Nullrunde dann hier eben noch die Chance haben. Mit einer fantastischen, abwurffreien und lediglich mit 2 Zeitstrafpunkten versehenen Runden geht es dann weiter auf Platz 10, nämlich mit Sven Schlüsselburg, mit Peder Fredriksson, Elizabeth May, Busy Madden. Das sind jetzt schon die mit den 4 Punkten. Lorenzo Di Luca, Steve Gerda, Carlos Enrique Lopez, Lisa Dazou, Michael van der Flöten, Marc Hausacher und Olivier Philippaz. Kommt es zu Fehlergleichheit auf Platz Nummer 1? Das heißt, von den 9 Nullern bisher bleiben darüber hinaus auch noch ein paar weitere ebenfalls 0. Dann kommt es hier zum Stechen. Bis dahin haben wir aber jetzt noch erst noch ein paar mit Fehlern vorbelastet. Und so, der belgische Equipe-Chef. Peter Weinberg. All seinen Athleten passen zu und so natürlich jetzt auch Olivier Philippaz. Und hier Berlin Heartbreaker Sohn, dem Hengst. H&M Extra. Auf geht's. Über die linke Hand. Sprung Nummer 1. Bogen auf den Rolex-Steil Nummer 2. Der ist schon sehr, sehr hoch. 1,65 ist der schon hoch. Wird damit den beiden auch jetzt hier schon gleich einmal zum Verhängnis. Jetzt diese Distanz, Oxa. Fünf Galoppsprünge.
1,70 hoch der Steilsprung, Doppelochse, 10,80 Meter auseinanderliegend und dann auch dieser Steilsprung wieder mit brachialen Höhen, nämlich von 1,70. Steil, Ochserstein ist die Situation in der Dreifachen, die wir vorhin ansprachen. Dieser, der hat es nochmal richtig in sich, diese Planke. Für unproblematisch, aber für Olivier Philippards. Und so bleibt es. Und so bleibt es bei einem Abwurf in dieser Runde. So werden es dann damit insgesamt zwei Abwürfe als Gesamtergebnis. Und jetzt hier mit der Zeit von 74 Sekunden, dank meinem Kollegen Steve im Übrigen, bin ich in der glücklichen Lage, auch nochmal die erlaubte Zeit zu haben, denn er hatte sie gefragt, 81 Sekunden, aber das ist, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, dann gut einzuhalten. Nach Haussacher, der Pech, richtig Pech hatte bei seiner Runde, einen ganz, ganz leichten Touchierer vorhin, lediglich an Sprung Nummer 2 in der ersten Runde hat hinnehmen müssen, welches dann eben zum Fehler führt. So, die Sprung Nummer 2 ist es leider auch in diesem Fall. Weg jetzt hin zu Dreifachen, 1,70, im Übrigen auch dieser Steilsprung hoch. Steilochser steil. Es sind 4 Fehlerpunkte für Marc Holzacher und Sterehofs Calimero im zweiten Umlauf. Insgesamt daher 8 Fehlerpunkte in 73. Ähnlich die Situation Sekunden. So it's 4 damit jetzt hier auch, wie vorhin bei Olivier Philippards, einer um 8 Punkte werden es dann damit insgesamt. Duplizität der Ereignisse, Sprung Nummer 2 war es jeweils. So, da haben wir die Situation nochmal. 4 Punkte aus der ersten Runde, 4 Penalties, First Round. Auch bei Michael van der Vleuten. Schließlich haben wir der Federteuflein mit 4 Punkten aus Runde Nummer 1. Hengst, der Kidam der Revell, Sohn Verdi. Ja, mit seinen jetzt schon üppigen 17 Jahren, aber immer noch vollgesetzt all seiner Kräfte und Fähigkeiten. Auch die Doppelochse, damit haben wir jetzt schon mal bei 6a, 6b, roundabout, jetzt hier ungefähr die Hälfte erreicht. Folgen jetzt erst einmal nur die beiden Einzelsprünge, Sprung Nummer 8. Sprung Nummer 9, jetzt vorhin war es auch in der Kombination der Fehler, da muss er jetzt nochmal besonders Acht geben.
So, und jetzt kommt er. Bis dahin Strafpunkt frei geblieben. Und schade. Es hat nicht sollen sein. Am letzten passierte es. Und auch hier zum Ende leider der Federteufel nochmal zu. Noch einmal 4 Punkte dazu sind 8 in 72,42 Sekunden. 8 penalties for each round, 72.42 seconds. Ebenfalls mit 4 Punkten aus dem ersten Umlauf. Nun gehen sie Arayan und Carlos Enrique López Lizarazo aus Kolumbien. Kolumbien. Sprung, nun, Sprung Nummer 10 vermutet man. Ist derjenige, der jetzt hier am häufigsten fahren wird. Carlos Enrique López Lizarazu. Und Arayan. Hoppala. Schade, 2 Abwürfe jetzt in diesem Falle bei der Runde von Carlos Enrique López Lizarazu mit Arayan. 8 Punkte aus dieser Runde. Aus dieser Runde die 2 Abwürfe und damit sind es dann 12 insgesamt für den Kolumbianer. Das 5. Paar in dieser 2. Runde. Auch hier hat aber nochmal diesen kleinen Slider, diese kleinen Ausrutscher. Das war aber nicht der Grund, warum es da zu diesem Fehler kam. Da hing er relativ lang. Blieb am Kopf und dann ist es leider passiert. So, es werden Fehler gemacht. Wir haben noch keinen, der in dieser Runde jetzt hier strafungsfrei geblieben ist. Vielleicht gelingt das jetzt. Steve Gerder und Abführens Bianca. Und damit haben wir sie, die erste strafpunktfreie Runde in Round Nummer 2.
In der zweiten Runde Steve Gerda und dann führen Bianca in 68,88 Sekunden. Sind es 4 Punkte im Rolex Grand Prix. Puh, also er hat es bewiesen und Bianca haben es bewiesen, dass man eben auch diese zweite Runde strafpunktfrei absolvieren kann. Tja, ein ganz klein wenig vielleicht aus dieser Verärgerung heraus hier. Und Lorenzo De Luca, Italien. Dass es hier diesen einen Abwurf gab in Runde Nummer 1. Und dabei bleibt es hier bei 4 Punkten. Ja, und damit wird er sich garantiert auch im Gesamtklassement hier ein klein wenig weiter nach vorne geschoben. Während wir jetzt kommen. Zum zweiten Reiter. Aus dem Hause Stafford Stables, Lorenzo De Luca. Zwei Reiter aus dem Hause Stafford hier in der zweiten Runde hier mit dabei. Und ganz besonderes Augenmerk gilt natürlich Daniel Deuser als Letzten. Jetzt aber erst einmal Lorenzo De Luca und Un sort de l'étrange. Eine kleine Serie wird es leider zum Ende hin mit dann noch einmal drei weiteren Abwürfen. Damit erhöht sich jetzt leider dann noch mal etwas das Ergebnis. Er kommt auf 16 Strafpunkte. Lorenzo De Luca und Un sort de l'étrange. Jetzt haben wir noch zwei, meine Damen und Herren. Das vorletzte Paar, das 4 Strafpunkte mitbringt. 2 mit 4 Strafpunkten. Danach heißt es, die Daumen drücken für Sven Schlüsselborn. Elizabeth Madden mit Derry Lou. Sie hat hier ein bisschen Glück gehabt. Sie musste in diesem Mittelstück noch mal so ein bisschen Tempo forcieren, noch mal ein bisschen Bein geben. Springt jetzt gerade aber auf den letzten Meter noch mal sehr, sehr stark. Derry Lou, Wahrscheinlichkeit, dass wir hier noch einmal eine Nullrunde erleben, ist groß. Nein, ist Gewissheit. Basie Madden und Derry Lou und 68er Zeit und in dieser zweiten Runde und dementsprechend ist das jetzt erst einmal, das ist jetzt erst einmal die Führung. Mit 4 Fehlerpunkten aus dem ersten Umlauf des Rolex Grand Prix. Catch Me Not S und Peter Fredriksson, Schweden, representing Sweden.
Der letzte mit 4 Strafpunkten vorbelastet ist Peter Fredriksson. Und Catch Me Not. Auch hier sind es 4 Fehlerpunkte hinzukommend und damit sind es 8. Wir schauen eben bei den Vierern, wer da jetzt bisher am besten abgeschnitten hat. Und zwar Elizabeth Madden mit dem Derry Lou. Und ihre Viererrunde ist damit momentan das Maß der Dinge. Sie war darüber hinaus auch flott unterwegs. Jetzt, meine Damen und Herren, ja, jetzt sollte er erstmal einen riesen Antrittsapplaus bekommen. Das ist das Erste. Und dann soll es so sein, dass wir ihm ganz, ganz fest die Daumen drücken. So, das tun sie hier. Deine Freunde aus Baden-Württemberg und darüber hinaus zigtausende in der Freundeskreis von Sven Schlüsselburg, gerade eben über die letzten Tage, der ist enorm gewachsen. Wir sind Fan von ihm geworden. Ein Ästhet im Sattel. Unglaublich, ganz toll anzusehen, seine Runden. Tja, er kam so ein bisschen aus, ich will nicht sagen aus dem Nichts, weil das stimmt nicht, aber er kam ein klein wenig aus dem Schatten dort unten in Baden-Württemberg. Schon immer hoch erfolgreich geritten, aber dann eben mit dem Nationenpreis Sieg, mit Nationenpreis Einsatz, mit dem Erfolg bei den deutschen Meisterschaften. So, und dann diese absolute, unglaublich starke Runde hier in der ersten Runde, ohne Abwurf geblieben zu sein. Und sein Bud Spencer, der auch jetzt erneut wieder das Ganze mit viel Leichtigkeit, es fällt ihm leicht, diesen doch so schwersten Parcours der Welt zu bewerkstelligen. Darüber hinaus ein Reiter, der es ihm immer wieder versucht, einfach auch leicht zu machen, diese hohen Hürden zu erklimmen. Die passen zusammen wie Pech und Schwefel. Die zweite Runde ohne Abwurf absolviert zu haben, meine Damen und Herren, das ist mehr als beachtlich. Das ist unglaublich und fantastisch. Sven Schlüsselburg mit seinem Bud Spencer bleibt darüber hinaus in der Zeit, bleibt im großen Preis hier in Aachen. Zweimal ohne Abwurf. Ihr könnt langsam eure Daumen wieder lockern. Und es sind lediglich 2 Zeitstrafpunkte aus der ersten Runde. Es war Platz Nummer 10 nach dem ersten Umlauf. Und glauben Sie mir, das wird jetzt noch immer besser werden. Denn es werden noch einige hier ins Straucheln kommen. Und dann konzentrieren wir uns auf Clooney und Martin Fuchs aus der Schweiz, Switzerland.
Er und alle weiteren des zweiten Umlaufs waren im ersten Umlauf fehlerfrei. He as well as all following competitors finished the first round clear. Jetzt kommen wir zu den Akteuren, die strafpunktfrei geblieben sind. Martin Fuchs mit Klugi. 9 sind es insgesamt. Die Wahrscheinlichkeit, dass von den 9, die wir jetzt noch eben erleben, ja mehrere 0 bleiben, ist gegeben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir gleich auch noch entstehen. Schade, auch bei seiner zweiten Runde, nach so bravourös absolvierter erster Runde von Martin Fuchs. Es kommt zu 2 Abwürfen in Runde Nummer 2. 8 Punkte, damit eben auch hier das Endergebnis. Und schauen Sie sich unten einmal das Leaderboard an des Führenden. Der Deutsche Sven Schlüsselburg, der in Führung liegt hier im Rolex Grand Prix hier in Aachen. Mit dem Kidam de Revelle-Sohn Callum Dews. Jérôme Gury. Der hat im Übrigen die meiste Fangemeinde damals vorhin in der Kiss-and-Cry-Zone gehabt. Von dort, man ihm dann zugejubelt hat. Also bin mal gespannt, wie das jetzt nach dieser Runde aussieht. Ob die vielleicht noch aushält. Deine Tribüne. So, wir kommen der ersten Doppel-Null schon einer ganzen mächtigen Runde näher. Und da hätten wir sie, Jérôme Gury. Und dann haben wir doch mal diese Situation, dass das die Tribüne überhaupt aushält. Doppel-Nuller im Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen. Claire in Beaufrance. Es kommen noch ein paar, mal schauen, wenn er noch Doppel-Null geht. So, noch aber kein Stechen, meine Damen und Herren. Dafür bräuchten wir jetzt noch ein paar. Also, da sind wir gespannt. Geht nun an den Start und Derek Kenny aus Irland. Wer sich da jetzt vielleicht noch dazu gesellt. Derek Kenny und die Baloo-Stute Babaloo.
Der Rolex Grand Prix 2019. Er wird im Stechen entschieden werden. Und neben Jérôme Gury ist das dann auch noch Derek Canny mit der Baloo-Stute Babalu. Für mich eigentlich so eine absolut klassische, eine ganz, ganz klassische Baloo-Stute. So sehen die aus. Und wenn die dann aber auch noch so springen, kann man sich fast verlieben. Sechs Paare jetzt noch. Und noch sechs haben die Möglichkeit. Aus Frankreich nun Aurelia Lützerbach und Kevin Stones, France. Kevin Stode und Aurelia Lutherbach. Schade, ganz, ganz schade. Gerade so diese ersten Situationen doch recht gut geklappt. Dann aber eben doch auch im weiteren Verlauf mit dem Abwürfen hat diese leider hat hinnehmen müssen. Aurelia Lutherbach, sehr, sehr interessante 11-jährige. Elios de la Cour, Emilien Stute, mit der hier. Der Weg hin in diese Dreifache. Und da gab es eben diese Probleme in dieser Linienführung. Er kam im Mittelstück schon strauchelnd hin. Und dann fehlt einem einfach auch ein bisschen der Schwupps nach vorne, um das hinzubekommen. So, jetzt kommen seine US-Amerikaner. Jetzt erst einmal McLean Ward. Und wie so häufig, der verzieht keine Miene. Lanewood und HH. Dieser Mann, der ist so stark, das ist unglaublich, mit welcher Präzision auch er
das hier absolviert. Die Teilnehmerzahl im Stechen, sie steigt an. Auch McLean Ward ist damit jetzt dabei. McLean, Derek Kenny, Jérôme Gury. Und von den Vieren, die jetzt noch kommen, wird sich garantiert auch noch ein weiterer dazugesellen. Und das, glauben Sie mir, das wird dann einfach irre spannend. Jetzt kommt Ben Mayer und Explosion. Eindrucksvolles, imposantes Springen schon eben in dieser ersten Runde veranlasste einige zu sagen, dass sie hier auf Explosion aufsetzen wollten. Aber die Frage ist natürlich, wie das Kompensieren dieses sehr, sehr starken Eindrucks. Bisher muss man ganz ehrlich sagen, ist da wirklich fast kein Unterschied zu sehen zwischen Runde Nummer 1 und hier dem Beginn der Runde Nummer 2. Doch Kevin Stott, der mit dem Anreiten dieser Linie in eben diese Kombination dort ein bisschen Schwierigkeiten hatte und ein bisschen von idealer Linie runterkam, nicht bei diesen beiden. Explosion, Van Meyer, jetzt sind es nur noch die beiden letzten. 1,70 hoch ist diese Planke an dieser Weltkugel. Aber nachdem der vorhin schon genügend Höhe einfach in seinen Sprüngen drin hatte, ändert sich da jetzt auch nichts mehr auf den letzten Metern. Van Meyer, clear. Das vierte Mal im Stechen, Van Meyer's Explosion Ring. Doppel-Null in der Zeit. The Full Friday Qualifier, jump off at the Rolex Grand Prix. Gazelle geht nun an den Start und Kent Farrington, Vereinigte Staaten von Amerika, the United States. Nächster US-Amerikaner, meine Damen und Herren, bevor wir dann eben zu den beiden Deutschen kommen, beiden Schlussreiter. Kent Farrington, belgische Kaschmir-Tochter Gazelle. Das fünfte Paar im Stechen, Kent Farrington, Gazelle, Doppel-Null im Rolex Grand Prix von Aachen. Clear, double clear. Das Phänomen Aachen, meine Damen und Herren,
besteht nicht nur durch diese brachialen Ausmaße, sondern es besteht einfach auch damit, dass wir die Weltspitze der Reiter hier einfach mit dabei haben. Es sind ja nicht immer alle. Es sind einige, die sagen, meine Güte, mein Pferd ist momentan einfach nicht in dieser Situation, da vielleicht mitzumachen. Aber viele, die natürlich diesen Fokus auf diesen Termin haben und zusehen an diesem Wochenende, ihre Partner einfach in bester Form zu haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, drücken Sie bitte ähnlich die Daumen, wie wir das getan haben vor einigen Monaten, nämlich als Sie in Tryon Weltmeister wurden. Simone Blum und die wundervolle Alice. Was es heißt, wenn sich zwei zusammenfinden. Es ist einfach so, es müssen ja die Typen müssen einfach auch zusammenpassen. Der Typ Pferd, und Simone hat es so häufig beschrieben, es war einfach von Anfang an einfach auch ihr Ding. Und umgekehrt garantiert genauso, weil sie bereitet ihr einfach. Sorgt dafür, dass sie die Idealweise einfach in Idealweise immer Bestform abliefern kann. Der Mann, der dahinter steht, das ist Hansi Blum, Hans Günther. Und gemeinsam managen sie das Ganze in so einer fantastischen Art und Weise. Und mit dieser Nullrunde ebenfalls damit für das Stechen qualifiziert. Stechen, jetzt wie gesagt, jetzt geht es gleich in der Reihenfolge, wie sie sich jetzt hier qualifizieren. Und damit, wenn der Letzte jetzt ebenfalls noch straffunkfrei bleibt, dann würde sie damit als Vorletzte an den Start gehen. Aber dafür müssen wir jetzt erst einmal dem Nächsten und mindestens genauso die Daumen drücken. Denn auch er war die große Bereicherung im Nationenpreis am Donnerstag für die deutsche Mannschaft. Die Silber errungen hat. Scuderia 1918 Tobago Z. Montangelo van der Söderhove. Und Daniel Dorf. Es ist Mr. Perfection. Das nennt ich Perfektion. Seine Frau, seine Gattin, ebenfalls mehr als nur überfreut darüber, in welcher Präzision der das hier gemeistert hat. Ich würde am liebsten auf die Knie fallen und den Hut davor ziehen, für das
wie und was er da jetzt gerade gemacht hat. So, damit Doppel-Null, die wir jetzt hier haben, und zwar Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Doppel-Nuller wurden uns beschert, die wir gleich sehen. Und dann auf Platz 8. Und dann auf Platz 8, meine Damen und Herren. Das weiß er jetzt also schon. Sven Schlüsselburg bekommt mit seinem lediglich zwei Zeitstrafpunkten einen ganz, ganz hervorragenden 8. Platz. Das ist hier sein Resultat. Wir schauen jetzt aber erst noch mal einmal auf all diejenigen, die hier null geblieben sind. Ben Mayer, Simone Blum, Daniel Deuser, Derek Kenny, Ken Farrington, dann McLean Ward und Jérôme Gury. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz bei Strafpunktfreiheit für den ersten Platz. Das Stechen. Ja, also, da warten wir jetzt drauf. So geht's los, meine Damen und Herren, mit dem Stechen. Sprung Nummer 14, das ist der neue erste Sprung, der ist neu. Sprung Nummer 15 ist im Übrigen auch neu. Dann geht es weiter über die Sprünge 9 und 10 BC. Sie sehen, aus der dreifachen vorhin, dort hinten am Weiher, ist dann eine zweifache jetzt geworden. Sprung Nummer 11 ist derjenige, der dann folgt. Und dann geht es mit den Sprüngen weiter, die, ich glaube, aus der ersten Runde noch kommen. Also, das heißt, wir haben danach die Sprünge 11, 12 und dann eben noch einen weiteren Sprung, der heißt dann 13, war vorhin im Übrigen Sprung 13c. Vorhin in dem anderen Umlauf. Also so sieht es aus, ein bisschen zusammengewürfelt das Ganze hier aus den Umläufen. Zwei neue Sprünge sind ebenfalls dabei. Was interessant ist, ist es jetzt noch mal relativ lang, dieser Parcours. Denn noch einmal mit 395 Metern, die es jetzt hier noch mal zu absolvieren gibt. So, vorhin standen da noch zwei sympathische junge Damen daneben. Weiß ich nicht, haben die jetzt ein bisschen Angst gekriegt, dass jetzt hier der Pokal noch geklaut wird? Dass sie jetzt hier die stattlichen Jungs daneben gestellt haben? Ich weiß es nicht. Es geht um gottverdammt viel Renommee, nämlich hier im großen Preis, im Rolex Grand Prix siegreich zu sein. Man steht nicht nur hier an der großen Tafel. Im Winter haben die Kinder im Übrigen wieder ihr Salutfestival hier in der Halle. Das Erste, was die im Übrigen machen, immer, wenn die hier hinkommen, ob mit ihren Pferden oder mit ihrem Fahrrad, radeln die da vorne hin zum Eingang und schauen, wer da alles mit draufsteht. Es sind ihre großen Vorbilder, es ist was ganz Besonderes. Es ist das ganz große Ziel, glaube ich, für einen jeden Reiter, zum einen mit dabei zu sein oder wenn es vielleicht gar sogar klappt, dann am Ende mit noch gottverdammt weit vorne zu stehen. Einer, für den es einfach auch schon was Besonderes war, hier mit dabei zu sein. Er hat hier schon auch ein bisschen eine Geschichte geschrieben in Aachen beim Giro. Und das war Sven Schlüsselburg. Und kam hier hin. Einige hatten ihn nicht auf dem Schirm, einige kannten ihn vielleicht noch gar nicht. Und dann hier im großen Preis, im Rolex Grand Prix, ebenfalls dann auch noch vorne mit dabei zu sein. Also absolut Hut ab und fantastisch. Belegt damit nämlich am Ende diesen sehr, sehr guten 8. Rang.
Dennoch haben wir zweimal die deutschen Farben hier mit dabei. 7 sind es insgesamt. Es sind jetzt hier im Stechen mal ein paar mehr geworden. Und woran das liegen mag, vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir in den Tagen zuvor schon sehr, sehr anstrengende oder sehr anspruchsvolle Runden hatten und man dementsprechend gesagt hat, dafür darf man vielleicht auch den Rolex Grand Prix, ich will nicht sagen entschärfen, aber vielleicht war das mit dem Grund, dass man hier ihn so kreiert hat, dass wir jetzt am Ende 7 strafpunktfreie Runden hatten. Garantiert liegt es aber auch mit daran, die Pferde, sie springen ausgezeichnet und die Reiter haben uns hier brillante Runden offeriert. Jérôme Gury, wird der Erste sein? Jérôme Gury, Guillaume Dues. Oh, richtig angeschoben. 1, relativ weit weg. Nummer 2, wieder relativ langer, weiter Weg. Jetzt hier zu Ebensprung Nummer 9. In die Kombination hinein, bei der wir uns hinten raus jetzt hier schon einmal die erste Zwischenzeit nehmen möchten. Denn die beläuft sich auf 19 Sekunden. Das heißt aber nicht, dass es schon die Hälfte des Parcours ist, sondern da kommt jetzt noch einiges hinzu. Deshalb ist das jetzt hier die zweite Zwischenzeit, nämlich bei den 32 Sekunden. Schade, ganz, ganz schade. Die enge Wendung hin in diese letzte Linie. Und da muss er leider den neuen Ansatz finden. Und damit ist das Idealergebnis einfach futsch und passé. Gerade der Anfang war erstklassig von Jérôme Gury. Unfortunately, my horse jumped good, but I slept on the last turn and I miss the podium and perhaps the victory. But it's still one of my best moments and memory in Aachen. Mit viel Pech sind es 4 Fehlerpunkte. 55,64 Sekunden für Jérôme Gury und Guillaume Dues. 4 penalties, 55,64 seconds. So, hier die Situation. Und da kam er so ein bisschen weiter raus. Er musste das vorne noch mal so ein bisschen regulieren. Rutschte vorne sogar ein ganz klein wenig weg. Und damit dann nicht nur das Wegrutschen, sondern der daraus resultierenden 4 Strafpunkte. Derek Kenny. Und die Baloo-Stute Babalu. Otto Waske, der mir noch sagte, dass sie damals mit recht jungen Jahren eben aus dem Oldenburgischen dann schon in die Vereinigten Staaten ging. Kriegt den frühen Fehler und deshalb, auch wenn er jetzt natürlich noch mal so ein bisschen enge Linienführung hier findet, muss man sagen. Nichtsdestotrotz wird es eine Runde mit Fehlern, denn auch hier sind es 4 Strafpunkte geworden. Derek Kenny und Babalu. Vier Punkte, 48,04 Sekunden. It's 4 penalties, 48,04 seconds. Und dann Haha Azur und McLean Ward, Vereinigte Staaten von Amerika, the United States.
Der Spannungsbogen baut sich weiter auf. HHSR mit McLean Ward. Und dann, ja, der weiß, ein Stechen, ne, holt man nicht mit dem schnellen Tempo auf den letzten, sondern einfach auch mit dem passenden Tempo gleich zu Beginn. Aber damit natürlich auch mit diesem erhöhten Risiko. Und da passiert es gleich schon einmal am Sprung Nummer 1. Und damit jetzt nach insgesamt schon 3 von 7 Teilnehmern haben wir noch keine Nullrunde jetzt hier im Stechen. McLean Ward kommt dann auch im Weiteren nochmal zu Fehlern. Und damit sind es 8 Strafpunkte insgesamt geworden für McLean Ward. Es sind 8 Fehlerpunkte für McLean Ward und Harald Suhr, 43,32 Otto Becker. Sekunden. 8 Penalties, 43,32 seconds. Aus Großbritannien, Explosion, Ben Maher. Great Britain. Einige setzten auf ihn. Und das Springen war beeindruckend von dem Fuchs zuvor. Der Chaco Blue Balubé Explosion. Doch dort, wo McLean den Fehler hatte, da schon mal unproblematisch. Im Übrigen hier in der zweiten Zwischenzeit, die liest sich schon mal gut, aber noch viel wichtiger als momentan die Zeiten sind, 31 ist die Situation, fehlerfrei zu bleiben bis zum Ende. Er kommt schnell rum und ähnlich wie wir das zuvor hatten, das ist so ein bisschen diese Schlüsselstelle. Da darf man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen, wenn man dann nämlich die Latte dort oben lässt. Dieser Sprung kommt unglaublich schnell, wenn man nach dem Turkish Airlines Sprung recht schnell die Wendung einleitet, kommt er einfach unglaublich schnell und führt dann leider eben auch, wie in diesem Falle bei Ben Maher und Explosion, sehr, sehr schnell zu einem Fehler. 3 erwarten wir noch. Zunächst Gazelle und Kent Farrington, Vereinigte Staaten von Amerika, United States. Einmal noch die Vereinigten Staaten, zweimal danach Deutschland. Ken Farrington und Gazelle. Also bleibt man 0, ist einem der 3. Platz damit jetzt hier schon sicher. Damit will man sich nicht begnügen, auch ein Ken Farrington nicht, das wissen wir. Immer einfach ein ganz, ganz schneller Reiter. So, er holt ein bisschen weiter aus. Da sehen wir hier die Schwierigkeit zu diesem vorletzten Sprung. Und damit hat er die besten Karten, dass es eine Nullrunde werden kann. Die erste Nullrunde im Stechen. Der Keepchef, der US-Amerikaner, ja, sieht's cool. Kent Farrington und Gazelle mit 43 Sekunden. Das ist jetzt entscheidend, diese 43 Sekunden. Denn die jetzt nun folgenden beiden deutschen Teilnehmer, meine Damen und Herren, müssen sich an diesem Ergebnis messen von Kent Farrington.
müssen schneller sein. Und der hat es eben nicht so gemacht, dass er gesagt hat, einfach nur null bleiben, dann sind wir mit dabei, sondern der hat schon vorgelegt. Er kennt so langsam das Mitzittern. Hans-Günter Blum hat das im Übrigen in Perfektion bei den Weltmeisterschaften auch schon gemacht. Da holen sie die Goldmedaille. Alice und Simone. Und diese Geschichte dieser Wunderstute würde ein, ja, um ein weiteres Kapitel jetzt natürlich noch einmal erhöht, so bei ungefähr 19 und Ken Farrington war bei 18 und dann im weiteren Verlauf diese Planke dort, wo sich im Übrigen ein Ken Farrington richtig Platz gelassen hatte. Der war ein bisschen weiter davon entfernt, machte es aber hier damit seiner Gazelle es richtig leicht und da kommt es leider zu diesem Fehler. Leider zu dem Fehler bei Simone Blum. Und Alice, das trübt das Ganze aber dennoch nicht, muss man sagen. Großartige Runden, wieder mal von den beiden. Eine 46er Zeit wird es hier, also sie schiebt sich mit diesem Ergebnis auf den dritten Rang hinter eben Ken Farrington, der bisher alleinig null geblieben ist, hinter Ben Mayer, der noch ein bisschen schneller war. Platz 3 für Simone Blum und Alice. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt, ja, muss selbst Frau von der Leyen einmal durchatmen. Mr. Perfection, er ist das Maß der Dinge momentan wirklich für mich reiterlich. Unglaubliches hat er uns hier zelebriert an diesem Wochenende. Und für mich hat er es jetzt wirklich auch verdient. So, aber dafür muss er null bleiben und dann nochmal etwas schneller als Gazelle und Ken Farrington. Immer wieder anschieben, immer wieder nach dem Landen die Situation nutzen, um das Ganze nach vorne. Außer jetzt hier an der Kombination, da heißt es ein bisschen mit Bedacht 18 Richtung 19. Er ist ein bisschen hinten dran, wir sehen es auch in der Zwischenzeit, 57. Dafür geht er aber zwischendurch und kriegt eine schnellere Linie hin zu dieser Planke. Da hat er wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. Auch hier den idealen Fluss. Und jetzt, Daniel, jetzt musst du nochmal richtig aufs Gas treten. Hin zum letzten. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ganz, ganz knapp. Es ist eine großartige Leistung geworden, das muss man wirklich sagen. Es ist eine fantastische Runde geworden. Und spätestens jetzt, lieber Daniel Deuser, sind alle Fans von Daniel Deuser. So unglaublich sympathisch, sportlich so unglaublich präzise und fantastisch, muss man ganz ehrlich sagen. Er bringt unseren Springsport fast so ein bisschen auf ein weiteres, noch perfekteres Niveau. Und alleine dafür möchten wir uns bedanken. Ken Farrington holt sich zu Recht, absolut zu Recht den Sieg hier im Rolex Grand Prix, meine Damen und Herren. Es gab bis dahin noch keine Nuller und er hatte gesagt, nur Null bleiben reicht mir nicht aus, ich will vorlegen. Er hat eine Zeit hier hingelegt, auf die kein anderer mehr rankam. Und hat diesen Rolex Grand Prix wieder mal zu etwas ganz, ganz Besonderem gemacht. Ich hoffe, verehrte Zuschauer, Sie haben es
genossen. Sie haben den heutigen Grand Prix genossen, Sie haben das Stechen genossen, den zweiten, den ersten Umlauf. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben all die Tage hier genossen. Ob Sie Springsport zugeschaut haben, ob Sie mit meiner Kollegin Kim in der Dressur waren, ob Sie mit meinem Fahrkollegen William dort im Fahrstadion oder eben draußen im Marathon waren, ob Sie die Vielseitigkeitscrack bewundert haben. Das Chio ist einfach das Chio. Etwas ganz Besonderes. Also ich glaube, enttäuscht ist hier keiner. Eine vordere Platzierung im Großen Preis von Aachen ist, glaube ich, ein Traum. Da darf man auch überhaupt nicht traurig drüber sein. Ja, am Schluss einfach Tagesform. Im Stechen hat es von vornherein irgendwie, bin ich nicht ganz reingekommen. Stechen hat vielleicht nicht 100% zu mir und alles gepasst, aber im Grunde genommen ist ja, 2-0-Runden in beiden Umläufen und das war einfach traumhaft. Ja, natürlich ist es Freude für den zweiten Platz, über den zweiten Platz hier. Hätte ich das Anfang der Woche buchen können, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Natürlich hätte jeder oder gewinnt jeder gerne mal den großen Preis von Aachen. Es war jetzt das zweite Mal, dass ich dicht dran war und Zweiter war, aber trotzdem, mein Pferd ist 3 Runden fehlerfrei gesprungen, in sehr guter Form und ich glaube, da gibt es nichts zu machen. Im Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen. Auf dem 8. Platz mit 2 Strafpunkten für die Zeit. Ben Bad Spencer aus Deutschland, Sven Schlüsselborn.
4, DSB Ellis und aus Deutschland Simone Blum, Germany. In der Großbritannien on the third place, representing Great Britain, Explosion, Ben Maher. Und Platz 2, Scuderia 1918, Tobago 6, Daniel Deusser, Deutschland, Germany. Der Sieg im Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen, beim Weltfest des Pferdesports, dem CHU Aachen 2019. In ohne Fehler in 43,98 im Stechen an die belgische Stute Gazelle vom Kaschmir von Srotteshove. Und aus den Vereinigten Staaten von Amerika, representing United States of America, the winner of the Rolex Grand Prix, Kent Farrington. Der Ehrenpreis von Rolex für den Sieger in dieser Prüfung wird überreicht durch Herrn Raphael Rolli, Geschäftsführer Rolex Deutschland GmbH, in Begleitung des Präsidenten des Aachen-Laurensberger Rennvereins, Herr Karl Meulenberg. The prize are being presented by Mr. Raphael Rolli from Rolex Germany. Und für Ken Farrington hat heute auch sein ganz persönlicher Rolex Grand Slam of Showjumping begonnen. Wer drei Majors in Folge gewinnt, erhält einen Bonus von 1 Million Euro zusätzlich zum Preisgeld. Vor allem aber wird er in die Geschichte unseres großartigen Sports eingehen als Sieger des Rolex Grand Slam of Showjumping, der ultimativen Herausforderung des Pferdesports. Herzlichen Glückwunsch, Ken Farrington. Er hat nun die Chance, beim CSEO Spruce Meadows Masters im September in Calgary die nächste Etappe zu gewinnen und seinen persönlichen Rolex Grand Slam fortzusetzen. Ladies and gentlemen, for Ken Farrington, the winning rider in the Rolex Grand Prix, his own personal Rolex Grand Slam of Show Jumping started today. He now has a chance to rise to the greatest challenge that equestrian sport has to offer.
because the rider that wins three majors consecutively will receive a bonus of 1 million euro in addition to the prize money. More importantly, he will make history in our fantastic sport as the winner of the Rolex Grand Slam of Show Jumping, the ultimate challenge. Congratulations, Ken Farrington. He has now the chance to claim a second major victory in succession at the CSIO's Bruce Meadows Masters in Calgary in September. We wish you the best of luck. Aber was wäre Ken Farrington ohne sein Fiat? Und unser Glückwunsch gilt daher den Besitzer, der Besitzerin von der belgischen Stute Gazelle. Congratulations to Mrs. Robin Paskey. Meine Damen und Herren, hinter den Kulissen, dort sorgen die Grooms für die Pferde. Und ohne ihre Arbeit wäre dieser Sport nicht möglich. Deswegen ein herzliches Dankeschön stellvertretend für alle Grooms dieser Pferde. Ein herzlichen Glückwunsch an Denise, der Pflegerin von Gazelle. Deutschland, herzlichen Glückwunsch. Der Sonderehrenpreis wird überreicht durch Herrn Staatssekretär Stefan Mayer im Auftrage der Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. The prize of the Chancellor of the Federal Republic of Germany is being presented by the State Secretary, Mr. Stefan Mayer. Der Sonderehrenpreis dem bestplatzierten Springreiter des Turniers nach einem Punktesystem. The special trophy for the best placed rider of the event. According to point system, der Preis des Bundesministers des Inneren für Bau und Heimat. Dieser Preis geht an Daniel Deusser, Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Und den Ehrenpreis durch den Staatssekretär Stefan Mayer.
Im Andenken an Hans-Günther Winkler erhält der Besitzer des erfolgreichsten Pferdes in den klassischen Springprüfungen des Weltfestes Pferdesports CA Joachim 2019 wiederum den Haller-Wanderpreis. In memory of Hans-Günther Winkler and his famous horse Haller, the owner of the most successful jumping horse of the entire event receives the Haller Challenge Trophy. The most successful horse is das erfolgreichste Pferd. Ist DSB Ellis und der Simone Blum. Herzlichen Glückwunsch! Deutsche Sportpferdestudio von Ascari Malantrippel aus der Zucht von Herrn Ralf Mewes und im Besitz ihrer Reiterin Simone Blum. Sie erhält eine originalgetreue Miniatur des Wanderpreises, überreicht durch Frau Jitte Winkler, die Tochter des erfolgreichsten Springreiters aller Zeiten, Hans-Günther Winkler. The owner of the most successful horse receives a miniature replica of the Challenge Trophy, personally presented by Jutta Winkler, daughter of the best show jumping rider of all times, Hans Günther Winkler. Der Presse und den Fotografen die Möglichkeit, die Fotos unseres Siegers vor der Rolex-Uhr zu machen, hier im Rolex Grand Prix. Und Fotos werden umso schöner, wenn alle lächeln. Und das wird er jetzt, wenn er vor den Pokal kommt. Und meine Damen und Herren, mit einem großen Applaus wird es mit Sicherheit noch schöner. Ken Farrington, Gazelle. Zeitung abgeben darf. Robert Esser mit Mikrofon bei unserem Sieger. Kent Farrington. Meine Damen und Herren, im zarten Alter von 8 Jahren hat er seine erste Reitstunde genommen in Downtown Chicago. Und zwar, nachdem er ein Foto seiner Mutter im Sattel eines Pferdes gesehen hat. Seitdem hat er den Virus und er hat ihn nicht mehr losgelassen. 31 Jahre später sitzt er hier und gewinnt den Rolex Grand Prix. Kent Farrington, you started your career at the age of 80. Downtown Chicago, and now you're the winner of the Rolex Grand Prix. How does that feel like? Would you like to share your emotions with us? Right now it feels very surreal. I've dreamed of being here many times, so I'm not sure if I'm dreaming or we actually won, but I'm going to enjoy the moment either way. It's an amazing crowd, great competition. These are the best riders in the world, and I'm very proud of my horse today. The way she performed was second to none. Well, you're not dreaming. It's a dream that came true. Would you like to describe the wonderful character of Gazelle, this really beautiful mare? I mean, she's really what a modern show jumper is all about. She's rideable, she has all the jump, she's extremely careful, and she knows when it's an important moment. And that's what she showed today. Meine Damen und Herren, Kent Farrington, der Sieger im Rolex Grand Prix, im großen Preis von Aachen. Kent Farrington, United States of America, congratulations. Dear ladies and gentlemen, competitors, may I kindly ask you to turn around and give a salute to the whole stadium in the Aachener Söss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reiter grüßen das Aachener Publikum.
Unser besonderer Dank gilt dem Hause Rolex, das die CHU Aachen seit nunmehr 20 Jahren unterstützt. Our special thanks to Rolex, who have supported the CHU Aachen for 20 years. Wir gratulieren ganz herzlich dem Sieger Ken Farrington und Gazelle. Congratulations to the winning riders in the Rolex Grand Prix. Please take your lap of honor. Wir bitten zur Ehrenrunde. An die Vertreter der Japanischen Föderation, Satomi Aseada, Dr. Ikonobu Kiyuchi und Akane Kuroki. Nächstes Jahr heißt es Aachen beats Japan. Wenn es heißt, CHU Aachen meets Japan.